Herzlich willkommen, ihr Lieben, live auf Rocketbeans TV spielen Simon Kretschmer und Nils Bomorf Star Wars Jedi Fallen Order endlich weiter, und zwar mindestens hier, was, 2, 3, 4, 5, 6 Stunden? Was? Zwei, wir freuen uns. Zwei. Fump. Ja, 2 Stunden ist die richtige Antwort. Mausgitarre, habe ich gerade erfunden. Wenn du Hardcore codest und so, aber halt auch Rockgitarrist bist. Ja, das so stimmt. Kleine, für beide. Es ist eine sehr, ich glaube, es ist eine sehr kleine Zielgruppe. Aber wer weiß, warum nicht denn hier vorne so Strings? Ja, meine ich, oder irgendwie so ein bisschen. Ja. Naja, oder ich finde. Oder hier Mausrad oder so, es wird sich ist doch, irgendwie. Ist doch fast eine Gitarre. Verwendung finden lassen. Apropos. Hallo, lieber Chat. Manchmal sagt man einfach apropos, weil man überleiten möchte, und dann fällt einem hinterher ein, eigentlich macht das keinen Sinn, aber das ist egal, die Leute hören das schon gar nicht mehr. Sie hören nur apropos und wissen, okay, es ist die Brücke ist gesetzt. Bei dir würde ich mir überlegen, ah, kommt eine Werbung. Ist schon wieder soweit? Okay, nee, Werbung. Soweit. Nein. Wir sind hier in diesem, ja, gerne, schöpfst du dich, kannst dich bestimmt abschöpfen, oder? Sonst wechseln wir kurz Plätze, kannst du hier spielen, wenn du willst. Ich weiß nicht genau, nee, es ist nämlich ein Kabel, es ist eine Kabel-Connection. Ja, du kannst hier auch du spielen, echt? Okay. Ja, klar, kann, lass doch kurz wechseln. So, Entschuldigung, Leute, hätten wir vorher klären können. Genau, wir wissen gar nicht mehr so genau, wer zuletzt gespielt hatte und, nee, und so weiter und so wir fort. Wir wissen aber nur, wo wir hin sollen. Hier aber hin. Genau, wir hier sehen, vorne hin. Da ist eine grüne Tür und eine gelbe Tür, und da müssen wir irgendwie also hin. Geradeaus und dann hier rechts über die Plattform. Hier, ja, nehme ich an. Das kriegen wir, glaube ich, alles okay hin. Wir sind ja orientierungstechnisch, macht uns niemand was vor. Na, siehst du, alles richtig. Oh Mann, lange nicht mehr gesprungen, geht immer noch. Oh Gott, ich hoffe, das ist nicht der Weg, von dem wir gekommen sind. Ich guck noch mal nach. Ich guck jetzt noch mal nach. Bevor wir. Sieht aber okay aus, ja. Wenn wir jetzt hier runterkommen, einfach mal geradeaus. Oh, du müsstest mal Control spielen. Das ist so abgefahren, weil da auch, du verläufst dich so gut. Oh, Alter. Oh. Was war nochmal? Ah, okay. Nach kurzen Prozess mit ihm. Ich bin Jedi. Versuch das Timing gerade nochmal zu üben. Ja. Ja, kurz bevor es, ja. Oh, die kannst du wahrscheinlich wegpushen. Was machst du? Oh! Ich wollte drüber, dass ich nicht. Ja, okay. Aber die kannst du mit der R2 wahrscheinlich pushen. Ja, es ist so lange her. Ah, okay. Ey, da kam er her. Ich meine, wir kamen hierher. Ja, wir waren hier auch schon. Ach, du meinst vor dem. Wir kamen doch von da, und da ist wieder dieses Nemesis-Ding. Wenn du ein Stück nach vorne gehst, da sind diese rotierenden Ventilatoren. Oder nicht? Ich weiß es nicht, aber schau mal, wenn wir jetzt hier rechts runter, dann kommen wir wahrscheinlich genau dort hin. Ja, diese Rutschpartie hier runter, genau. Ja. Also hier rechts. Ja, da hoch und dann, ja. Okay, dann mal kurz gucken. Das sieht gut aus. Das ist die Macht, das ist die andere Macht. Ja, das okay sieht gut aus. Juhu! Ach, die hast du ja schon erledigt. Ne, ja, die sind ja immer neu da. Ja, aber ja, ich dachte, da wäre eigentlich einer. Da gehört doch einer hin. Säue! Das Teilspringen ist immer so, als ob du es nicht schaffst. Ey, Moment! Lauf, 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 lauf! Oh. Was war denn das? Ja, diese Düse da. Zack. Toll. Ich versuche jetzt ein bisschen filmischer zu kämpfen. Ja, mach das mal. Wenn ich es mir erlauben kann. Sehr cineastisch. Nerdisch. Ah! Wow, okay, auf den Sack gegeben. Bleib zurück, ich schaff das. Feuer auf den Feind. Bleib zurück, ich schaff das. Oh. Mann, es klappt überhaupt nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich hätte es gerne cool. Aber da ich ja nicht sehe, dass ich von der, wenn ich von der Seite beschossen werde, gehe ich halt auch besser ein bisschen runter. Aber ein Jedi geht doch eigentlich nicht zurück. Eben, der kennt nur den Weg nach vorn. Ja, aber ein Jedi hat auch einen Sichtradius, der höher ist als 4 zu 3. Boah, der, guck mal, ist der Letzte jetzt. Wie verzweifelt er versucht, oh. Tennis. Stell dir mal vor, Tennis wäre so. Jedi Tennis. Gibt's so ein, es gibt so einen Laserstrahl, der einfach hinhergeschossen wird. Jedi Tennis. Gibt's das schon? Warte mal, guck mal nochmal. Jetzt will ich nochmal gucken, weil da ist nämlich noch eine Wand, die kannst du, glaube ich, eindödeln. Da, guck das mal. Hast völlig recht. Mit dem Jedi-Push. Nein, Leute, das ist der dritte von 4 Schwierigkeitsgraden. Gräden. Der dritte von 4. 7 of 9. Bei einem Star Trek. Eigentlich Star Trek-Videospiel müsste es Schwierigkeitsgrad 7 of 9 sein. Kann man nicht auf der Fotos drin sein?
Jetzt sind ja auch schon einige Wochen vergangen, seitdem das Spiel raus ist, und ich habe auch schon unterschiedliche Meinungen jetzt gehört. Eigentlich schon so alles. Moment, ah. Ich habe auch Leute gehört, die sich schon gegen den Hype stellen und sagen, es wäre halt doch einfach nur ein okay Spiel. Aber ich habe mich tierisch gefreut, jetzt wieder hier mit dir das Session einlegen zu können. Ja. Ich habe es vermisst, muss ich sagen. Doch, ja, auch. Das ist einfach eine schöne Welt. Ich habe auch meine Kritikpunkte an diesem Spiel. Und besser? Na, aber etwas, was sowas hier hat, das kann doch gar nicht allzu schlecht sein. Willst du es versuchen? Ah, zeig mal. Er ist so positiv. Ja, er ist. Er ist auf Positivität, Optimismus programmiert. Kompanschluss. Ah ja, guck mal da. Hacke Konsolen und Neugebiete. Jetzt kannst du mal schön mal rumhacken. Ja. Halt, Eindringling! Also ich glaube, ich habe paar Sachen schon auch gesagt, was ich an dem Spiel kritisiere. Nein! Oh, ja. Da wollte ich doch hin. Ja, da warst du. Kannst du wieder hoch. Da habe ich ja eben schon gemacht, ne? Genau. Ich dachte, ich habe was vergessen. Erzähl doch kurz nochmal. Also ich mag dieses viele Backtracking nicht, dass man in den Leveln immer ja, so viel hin und her läuft und sich teilweise auch verläuft, weil es dann, also zumindest in diesem einen Level hier, in dieser einen Welt so echt zu viele Ebenen gibt und so, aber das ist auch ein bisschen meiner eigenen Navigationsunfähigkeit geschuldet. Ich mag, das könnte schon ein bisschen freundlicher sein, so, was die Navigation ist. Ja, ich mag die Dialoge der Gegner nicht, die sind wirklich lächerlich, das muss man einfach mal so sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Englischen ist, aber im Deutschen sind diese Einzeiler der Gegner einfach völlig, die ziehen einen komplett raus. Das ist wirklich wie so in so einer in den 80er Jahren so eine schlechte Komödie, wo die immer so One-Liner von sich lassen. Das ja, finde ich total dumm. Da würde mich auch mal interessieren, wie es im Englischen ist. Ja. Vielleicht sind die Sprüche da cooler. Ja, möglich. Du kannst aber anhalten mit der 2, ne? Oh ja, stimmt, das war's. Aber welche Ecke, Moment. Wenn der unten ist, dann kannst du überlaufen. Wenn der ganz unten ist, dann springe ich. Es könnte ja auch ein Lift sein, aber eher ein Todeslift. Nein. Oh, jetzt bin ich nicht mal tot. Pumps. Hey. Was mir auch nicht so gut gefällt, sind also teilweise so. Okay, einzelne Rutschpassagen, man merkt, was mir zu einem Meisterwerk zum Beispiel fehlt, ist beim Leveldesign. Du siehst zum Beispiel diese ganzen Rutschpassagen und so weiter. Und teilweise stehen dann an Ecken, wo die Gegner eigentlich gar nicht hinkommen können, weil da eine Rutschpassage vor ist und irgendwelche verschlossenen Türen und so, sind dann einfach Gegner platziert. Weil die sich gesagt haben, okay, an der Stelle stehen jetzt Gegner. Aber die haben sich nicht gedacht, okay, pass auf, wie baue ich das Level auf, wo macht es Sinn, dass Gegner sind? Ja. Und das unterscheidet, also ich glaube, ein richtig gutes Spiel würde sich diese Gedanken machen, so, und da ist es ein bisschen zu generisch in meinen Augen. Das sind so Kleinigkeiten, die einen dann doch ein bisschen rausreißen, finde ich, aus der Immersion. Und weswegen das für mich kein 90er-Titel ist, es ist kein Souls-Spiel, zu rüber. Sehr gut. Ich dachte, ich muss hier vielleicht stehen bleiben, aber nein, das wär nicht gut gewesen. Da stimme ich dir zu, alles, was du gesagt hast. Ja, die Kämpfe sind, sie machen schon Spaß. Aber auch da, das Kampfsystem ist natürlich derbe an Souls orientiert, aber es ist einfach nicht so gut. Nils, ich kann es einfach nicht. Hör nicht auf mich, einfach acht auf dich, ich rede nein, halb nicht zuschauen. Nein, ich wollte da mit dir nicht, ich sag nur, ich kann es einfach, ich bin enttäuscht von mir. Ja, kommst du wieder rein. Muss besser werden. Genau, und auch so mit Uncharted zum Beispiel, so diese Abmischung bei Uncharted, die so perfekt ist, so zwischen Action und Rätsel und Kletterpassagen und so weiter. Diese Abmischung ist hier nicht so perfekt. Also es, all die Spiele, die ich so kopieren möchte, kopiert es okay, aber nicht perfekt. Und deswegen finde ich, es ist ein gutes Spiel. Es lebt viel von der Atmosphäre, von dem Lichtschwert, von diesem Star Wars-Ding. Da lebt es sehr von. Aber ansonsten ist es eben von allem ein bisschen, aber nie so gut wie die Spiele, von denen es sich Elemente übernommen hat, meiner Meinung nach. Trotzdem ein gutes Spiel, was Spaß macht, ohne Frage. Aber es ist halt, deswegen ist es für mich halt so ein 80er, also 80 von 100 und nicht 90 von 100 oder so. Ja, komisch finde ich zum Beispiel, der Typ von eben, der müsste doch eigentlich nur hier sein, der hat doch überlebt. Jetzt ist er weg. Ich nehme das mal so hin, aber es ist fast wie ein Geschenk. Pensioniert worden, das war sein letzter Kampf. Der letzte Kampf. Ja, in dem Fall hat er noch mal einen ruhmreichen letzten Kampf hingelegt. Ich guck mal, was der Chat so sagt. So. Jetzt hier runter. Sag mal, jetzt müssen wir hier hin, Nils. Schau mal, das sieht ganz woanders aus. Oh, So, ich fahr mal raus. Du siehst hier. Ah, da ist ein Fahrstuhl. Ah, nee, der Fahrstuhl fährt nach da oben. Moment, ich bin hier. Da ist mein gelber. Das ist noch eine gelbe Wand. Gehe ich jetzt hier gleich runter, okay. Zipline, ja.
Und da ist eine gelbe Wand, vielleicht kommen wir dadurch weiter. Okay. Aber da waren wir ja auf jeden Fall auch noch nicht an dieser Stelle meist, ne? Da waren wir vorhin. Da nicht runter, nicht runter! Ich dachte, gelbe Wand! Aber da waren wir doch schon. Ja, aber da hier ist die gelbe Wand! Ha! Hä? Dann müssen wir rechts lang, okay. Nee, du hast recht, dann müssen wir rechts lang. Vorhin haben wir nämlich die Wand durchbrochen. Da hatte ich gesagt, warte mal, da ist noch eine Wand und dann bist du da durch, genau. Und da, aber du hast recht, den anderen Weg haben wir nicht genommen. Aber ich muss kurz mal überlegen. Also Moment. Du machst es richtig. Aber zum Kontern muss ich dann L2 drücken, oder was? LB. Einmal nur. Aber das Timing ist dann echt. Exakt. Ich krieg es nicht mehr hin, das Timing. Ja, das ist die Kiro. Kurz bevor er dich trifft oder so, musst du halt LB drücken, dann machst du einen Parry und wenn du halt einfach gedrückt hältst, blockt er. Aber Parry ist halt das, was du willst, genau. Naja, sorry. Also, liebe Zuschauer, ich versuche es. Tut mir leid. Gib mir Mühe. Das will nicht. Lese ich hier gerade, Uncharted ist Rotz? Nein, tut mir leid. Ja, da bist du aber empirisch einfach komplett falsch. Da habe ich auch echt überlesen. Für solche Bilder spielt man es eigentlich, mhm, um die Technik nochmal zu sehen, des Imperiums, diese geile Optik. Ja, Mann. Wie so eine Schildkröte. Eine riesige. Ja, oder Wasserschildkröte. Ja, ja. Mhm. Stimmt. Ah, episch. Oh, das ist. Das kann ich mal. Der Verwundete hat einen Sturmtruppler erwischt. Was auf einen Kampf. Moment, kurz mal reinschauen. Ja, von einem Dorfwohner zurückgelassen. Also viele bei euch im Chat sehen das, glaube ich, ähnlich. Ja, was da hinten, ne? Was da so rausragt. Ach, das ist okay, so organisch. Wie das Fazit, was wir hier gerade so ein bisschen gezogen haben. da habe ich gerade eben die Frage gelesen, warum sich alles an Dark Souls messen lassen soll. Ja, einfach da deswegen, weil dieses Spiel ganz klar Dinge von Dark Souls übernimmt. Und ja, das ist ja auch okay. Ist ja irgendwie der Genre-Primus so, ist so ein bisschen die Nummer 1, könnte man sagen. Soulsborne, wie auch immer man welche man nimmt. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn es nicht so gut ist wie Dark Souls, weil es ja nun mal auch die Spitze sozusagen darstellt. Also, es macht viel, finde ich, aus dem Star Wars Setting. Und aus dem Dark Souls Setting. Also, ich freue mich vor allen Dingen darauf, dass es ein Erfolg wird, hoffentlich kommerzieller und häufiger mal sowas kommt. Weil es ist ja auch eine gute Möglichkeit, die Story einfach der Star Wars Saga weiter zu erzählen. Ja. Man ist ja im Kanon auch. Ja, warum nicht? Warum nicht, dass Games, auch Bücher werden ja auch genutzt, um die Story weiter zu erzählen. Warum nicht auch Videospiele? Absolut. Ach, hast du gesehen? Ja. Dieses eine Perk mit dem Rennen war echt schön. Guck mal, er hier. Ja, er ist der Feind. Ja, wo willst du denn hin, mein Freund? Jetzt guckt er sich das an und jetzt macht er so einen so, nö. Kann man den hacken? Nee, ich könnte sicherlich, aber warum sollte ich das? Weil wir haben einen schwarzen R2-D2. Ach, hacken wie hacken. Okay, das kann ich nicht, leider, nein. Das macht mein Druid nicht mit, wahrscheinlich, weil er die Konkurrenz fürchtet. Kannst du schön selbst machen, sagt er sich. Du könntest mal einen Witz erzählen. Keine Ahnung. Warum? Ha, witzig. Okay. Ja. Das ist so eine typische Star Wars Farbe, dieses matte Rot, leicht abgeranzt. Leicht verrostet, ja, das mag ich. Danke, Kumpel. Ich mag ja diesen Used Look. Ja, ich liebe ihn, oder? Nichts ist schlimmer als irgendwie, wenn alles so blitzblank aussieht wie aus dem 3D-Drucker oder frisch von Apple oder so. Boah, was ist das für ein geiler Typ? Alter, wie kommt der dahin? Das ist genau die Frage, die ich mir stelle. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wie kommt der Typ jetzt dahin? Ist der versucht worden zu zähmen, dass sie gesagt haben, okay, wir zähmen den Typen? Aber der muss ja aus dem Hangar rechts gekommen sein. Stark. Hopp. Auch schon wieder so ein. Dass man nicht rückwärts rennen kann. Hm. Also, es geht, aber du musst immer nach vorne rennen. Ah, jetzt wollte ich mal cool wegducken, hat nicht hingehauen. Scheiße, jetzt bin ich noch gestorben, Nils. Ich hätte es doch schaffen müssen.
Ja. Ja, gut, ich will nicht immer rumweinen. Ich mach das jetzt nochmal besser. Wollten wir eigentlich ab uns abwechseln? Das passt schon. Okay, weil, also. Du warst jetzt abgelenkt. Wir haben vor allem die letzten Male ja eigentlich eher so auf Zeit gespielt und jetzt gar nicht so richtig. Oh, so weit hin! Nein, das kriege ich jetzt erst mit. Shit! Oh Mann, Leute! Nicht gesaved. Schade. Da war bestimmt irgendwo ein Save-Punkt, den wir verpasst haben. Naja, selbst schuld. So. Ja, also nochmal zurück, weil jetzt läuft ja eh diese Strecke, die wir schon kennen. Was ich gerade meinte, weshalb das, ne, das jetzt wiederhole ich mich so ein bisschen, aber es ging gerade so ein bisschen unter in deinem Fight, glaube ich. Ja. Dieser Gegner da, weil bei einem Soul-Spiel habe ich das Gefühl, da wurde sich Gedanken gemacht, warum ist jetzt an der Stelle ein Endgegner? So, wie kommt er da hin und so weiter? Und hier ist das halt so, ja, okay, dann ist in dieser Plattform, okay, machen wir da mal irgendwie so einen Gegner, der aber eindeutig. Es ist nicht aus Versehen seine Höhle oder so, nee, sondern genau. Er steht halt. Der steht wie, da auf dieser Plattform. Und jetzt muss ich mir überlegen, ja, okay, kommt der oben von den Felsen oder aus oder so. Oder der ist der gefangen gewesen und ist ausgebrochen und durch den Hangar durch oder so. Und das, ja, das fehlt halt, finde ich. Das ist genau diese Mühe, die sich dieses Spiel dann nicht macht und es sehr generisch rüberkommt und. Undurchdacht und deswegen ist es für mich eben kein absoluter Top-Titel unter anderem. Na? Wo ist denn? Ey, Moment. Warum machst du jetzt keinen. Ich gehe bei dieser Verfolgung voraus. Ach, nach oben. Oh, das erklärt's. Ich gehe bei dieser Verfolgung voraus. Dann geh doch mal voraus in Tod. Ich hab ihn. Bleib an ihm dran. Ich erledige dich endgültig. Du bringst mich nicht um. Bene, hier. Dieses Sekiro-Ding haben sie aber nicht so wirklich hundertprozentig gut kopiert. Irgendwie. Oder, naja, gut, wobei, das ist jetzt vielleicht zu meckern, weil ich das Timing nicht hinkriege, aber Moment, ich wollte da kurz durch. Siehst du hier, genau, das wollte ich sagen. Ich dachte, das wolltest du auch? Ja, ich dachte, du hast es gerade übersehen. Wollten auf der Karte gucken, ob man das nicht schon kennt. Ah, oh, was ist da? Irgendwas. Oh, hoffentlich eine Spinne. Es ist dunkel, man sieht's nicht. Muss das sein, dass du da jetzt kommst? Aber hier ist das Tier ausnahmsweise mal, weil wir sind wirklich in seiner Höhle. Ja, ja, das stimmt. Ah, scheiße, jetzt schon wieder keine Energie mehr, wenn wir da hinkommen. Aber mit LB das Lichtschwert so hochhalten, dann ist ein bisschen mehr Licht. Ja, aber ist halt wirklich gar nichts. Was, geht's nirgendwo durch? Ja, einfach nur ein Trick. Aha. Schön verarscht. Okay, schade. Das ist so die Dark Souls Fallen. Geschichte vielleicht, hier im Star Wars-Universum. Verdammt, Nils, jetzt muss ich mich aber echt hier ranhalten, Energie. Vielleicht findest du ja auf dem Weg noch einen Safe-Punkt. Es würde mich wundern, wenn vor diesem Boss kein Safe-Punkt ist. Also. Ja, es ist diese Stelle hier. Vielleicht ist hier irgendwo was noch versteckt. Okay, hier geht's links weiter. Hier geht's aber nicht runter. Hab ich vorhin schon geguckt. Naja. Ah. Wozu ist da ein Propeller, fragen die Leute. Ja, genau das ist das. Warum? Das ist ein Das könnte eine Lüftung sein, aber ergibt keinen Sinn, Es ergibt keinen Sinn, weil da ist eine Höhle und da ist. Es gibt keinen Luftschacht und nichts in dieser Höhle. Es ist einfach nur eine Höhle mit einem Propeller. Wozu dient der? Das ist genau das. Ja, machen wir mal hier hin, sieht cool aus. Aber hat sich keiner Gedanken gemacht. Warum bauen die das? Warum bauen die Base, wie sie da ist? Alter. Und so. Und das ist, ja. Ich weiß, es ist ein bisschen streng, aber es ist, ja, ich finde, mir fällt das halt auf. Und ich glaube, anderen auch. Ich krieg's nicht hin mit dem Zurückwerfen. Da wird schon irgendwas hier, gleich wirst du safen können. Wo drin? Nee, auch nicht. Oh, da ist doch was Geiles. Guck mal. Ganz gut, oder? Ich glaube, das ist es. Kommt ein Fahrstuhl wahrscheinlich. Moment, kann ich denn nicht theoretisch darunter hüpfen? Ach, das ist so zu. Hm. Hier rüber, BD. Ich bin heute im Mecker-Modus, schreibt Sonata. Nee, ich bin im Analysieren-Modus. Ich bin nicht im Mecker-Modus. Das Geile ist, wenn ich nicht spiele, sondern Simon zugucke, kann ich noch besser analysieren, weil ich mich besser auf solche Sachen konzentrieren. Könnt da hier, Moment, hier vielleicht? Durch die Tür ist ein Kreis zum Saven, schreibt Rivers. Fuck! River Runs. Red. Ja, aber wir kriegen sie ja nicht auf. Heißt das, ich sollte. Kurz nochmal schauen, Moment. So, warte mal. Hier, ne? Hier ist die. Wo ist das Ding hier? Das ist eigentlich der Durchgang. Oder die Tür. Ja, warte mal. Die Tür ist ein Kreis zum Safe. Ich glaube, ich habe die Tür noch gar nicht versucht. Da, die kann man hacken. Oh Mann, danke, Chat! Mhm. Wer hat das gesagt? Gib dir mal schön einen. Gib dir mal einen Kuss auf die Kerfte. Yeah, wie gesagt, River. So, schöner. Krieg ich schönen Kerftenkuss. Jetzt, der schöne Popoloch ist jetzt wieder sauber.
Vielen Dank. Verschwendet eure Energie nicht mit einem fehlenden Artefakt. Ich werde mich selbst darum kümmern. Mr. Nichols schreibt, die ganzen unnötigen Konstruktionen sind alle Geldwäsche des Imperiums. Das wiederum finde ich eine lustige Idee, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir bauen völlig sinnbefreit einen Ventilator, einfach um das Budget dafür klar zu machen vom Imperium. Wahrscheinlich, weil nächstes Quartal das ganze Budget verfallen wäre. Ja, und dann müssen sie es schnell ausgeben. Das alte Scheiß. Ja. Manche Sachen ändern sich nie. Nils, ich brauche deine kompetente Unterstützung. Welches Perk wollen wir uns denn holen? Wir können ja nur einen, also mit einem nur was machen. Was haben also wir denn noch für Optionen? Verbesserter Vorstoß, erhöht die Distanz, die er sprinten kann. Oder Moment, springen oder sprinten? Sprinten. Ich glaube, das hältst du verlangsamt gedrückt. Was ist das ganz links? Hältst du verlangsamt gedrückt? Ist leider Gruppenverlangsamen, aber alles mit Zweien. Wir haben, wie gesagt, den hier. Ich finde okay, zum Beispiel den. Erinnerst du dich an den Kampf in der letzten Sendung mit diesen ganzen Stormtroopern und dann diesem diesem Mini-AT-AT, wie heißt der noch? Die Produktbezeichnung gerade vergessen, AT-ST. Da wäre es zum Beispiel gut gewesen, wenn man da mehrere hätte verlangsamen können, weil da hast du immer einen verlangsamt, der andere kam auf so. Und deswegen finde ich halt so diese Machtstärkung immer ganz gut. Also aber da brauchen wir halt noch einen, müssen halt warten. Ja, ja okay. Dann nö, ist auch keine Entscheidung, ist auch eine Entscheidung. Ist recht mit mir. Ja, ich hast recht. So. Ich bin einer, der haut immer die Einser raus, bis nur noch Zweier übrig sind, aber man kann ja auch mal ein bisschen warten. Ich erschieße ihn. Ich kann keinen guten Treffer landen. Ja. Dass die es trauen überhaupt, mir ihr lächerliches Sturmgewehr ins Gesicht zu hauen. Was mir da ein bisschen auch da wieder, ne? Also mal abgesehen davon, dass die Sprüche so dümmlich sind, ne? Es ist halt ein Jedi. Und jeder im Imperium, also jeder in diesem Planetenverbund, den das Imperium darstellt, jeder weiß, wie krass ein Jedi ist. Das sind ja Übermenschen. Also das. Ja, Jedi und Sith, das sind ja wirklich gottgleiche Gestalten. Ich würde mich auch fernhalten. Und dann kommt da ein Stormtrooper und sagt, ha, ich mach dich nieder. Und so. Und mir fehlt völlig so ein bisschen diese Reaktion. Ja, fuck, da ist ein Jedi. Überschwang, weißt du, so. Ja, die haben mehr Arroganz als sag ich mal, Angst. Also wenn manche auch Angst hätten und manche wegrennen würden oder lieber in den Abgrund rennen, als mit dir zu kämpfen. Aber die sind ja alle pissig und arrogant irgendwie, gefühlt, ne? Da stimme ich dir zu. Mhm. Das darf, also es kann ruhig einen geben, wenn dafür 10 andere Angst haben. Oder der Anführer von denen darf ein bisschen cocky sein. Ja. Oder der Anführer könnte ja auch die mal motivieren und sagen, ach komm Leute, wir greifen den jetzt an und du siehst aber so ein Zögern, so ein Respekt, mal so eine Zwischensequenz, wo ein Stormtrooper mal einen schüchternen Schritt zurück macht. Weißt du, nur so einen Schritt, der zeigt, okay, fuck. Aber egal, ich will mich gar nicht da reinsteigern, weil es ist kein schlechtes Spiel. Es macht ja Spaß. Es ist ja schon ein gutes Spiel. Aber wir sagen ja nur Sachen, die man verbessern könnte. Okay, mehr blockieren vielleicht? Komm, ich block mal. Versuchen wir nicht! Jetzt kommt der eine Unblockbare! Das hat er gehört, ey. Ah, nein! Vorsicht! Heil dich gleich mal. Ja, gleich hast du ihn. Ah, jetzt kommt der echt rein. Hinter ihn und die Stormtrooper stellen, dann erwischen sie den. Vielleicht macht er ihn alle. Siehst du, er mag die nämlich noch weniger. Ja. Ey, ich bin hier gerade in einem Kampf, habt ihr das nicht gesehen? Ja, was glaubst du, wie das jetzt? Hast du gerade eben zugeguckt? Scheiße. Dafür hat ihn die Mine erwischt. Das ist irgendwie Sturmtruppen, die haben heute keinen guten Tag. Soll ich ihn einfach stehen lassen? Ja, lass ihn doch gleich. Okay, ja, er kommt da nicht durch. Aber das ist nämlich voll an Dark Souls mit den Wölfen. Kommt da nicht durch. Ja, guck mal, ich bin vielleicht einfach ein Monsterfreund. Ja, aber du kannst ihn platt machen, gibt richtig viel XP. Heil dich einmal noch. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich sehe einen würdigen Gegner, der es verdient hat zu leben. Na gut. Ich sehe den würdigen Hey, was macht er Kämpfer, der es verdient hat, seine Beute zu erlegen. Heil dich erstmal vielleicht. Nein! Heil dich bitte, heil. Nein! Ah, Finisher, nein! Oh. Sei doch mal! Psst, halt! Du machst mir Angst. Oh. Siehst du, geht doch. Er hat lieber Arm dran als Arm ab. Jetzt habe ich hier volle Energie. Jetzt kannst du ihn auch scannen und es gibt da. Ach ja, scannen. Aber auch, kann man sich jemanden in Ruhe angucken? Wir haben ihn, glaube ich, schon mal gescannt. Sieht echt lustig aus.
Hammer, ich würde den gerne mitnehmen. Ich würde den Kopf gerne an die Wand hängen. Das Maul erinnert mich an diese Typen. Ist das Galaxis hier, per Anhalter durch die Galaxis? Wo die so auch so aussehen? Ach man, ich hab irgendwas. Diese Ogonen oder wie die heißen? Die. Ja, die Vogonen. Wo sie am Anfang in das Raumschiff kommen. Oh. Ja, es können wirklich die Vogonen sein. Vogonen. Die heißen so. Vogonen, ja. Vogonen. Ach man, muss ich auch mal wieder gucken. Ah, natürlich, wir sehen eine Einstiegsmöglichkeit hier. Wahrscheinlich ist es hier zu. Wenn wir eins von den großen Dingern sehen, laufe ich weg. Warum? Wir werden mit deinem Jutas fertig, wenn wir zusammenhalten. Siehst du? Ich bleibe lieber am Leben, bevor ich versuche. Okay, der eine weiß es, der andere nicht. So. Mhm. Die reden ja immerhin nicht von mir, sondern von den Monstern, aber die sollten so eigentlich über mich Exakt. Reden. Über uns. Aber da könntest du durch, ne? Ja, eben. Ich guck mir das nur gerade nochmal an. Okay, das hier bringt ja gar nichts. Jetzt versuche ich schon so zu spielen, dass auch du es magst. Nee, das hat mir nicht. Ich wollte das nur sicher gehen, dass du das auch mitgeschnitten hast. Aber ich bin voll Fan von in jede Ecke gucken. Yeah, Mann. Da liegen sie. Fall nicht zurück. Also, Moment. Guck mal, das haben auch viele geschrieben. Immer wenn er runtergeht. Ah! Du machst das schon, BD. Immer wenn er runterhüpft, heißt das, man kann irgendwas manipulieren. Ja, entweder scannen oder irgendwas hacken oder so, genau. Ich gebe auch zu, das habe ich zu wenig gemacht. Ah, nein, wieso ist ein Aufzug? Ich wollte doch noch da hoch. Ey, also, tut mir leid, das kann doch kein Mensch wissen. Die Leute haben auch geschrieben, dass es ja ist wie bei Dark Souls, diese Aufzüge. Ja. Die hätten sie sich auch sparen können. Also, das macht Dark Souls jetzt nicht besser. Dann kann ich auch gleich noch mal kurz speichern. Ja. Aber jetzt haben wir immerhin die Abkürzung. Wir kriegen das nicht mal mehr mit. Feind! Hier ist ein Feind! Schieß auf das Ziel! Jetzt sind nur noch du und ich übrig! Tja. Schnitt ich. Es gibt auch einige Leute im Chat, die sich beschweren, dass ich ihnen das Spiel madig mache. Es tut mir natürlich ausdrücklich leid. Die Leute wollen doch immer unsere Meinung aber hören. Siehst du das? Ja. Oh, ist das ein böser Ritter? Das wird etwas, wo der Nils gleich drankommt. Ich bin bereit für dich. Auslöschungstruppler. Ah, das ist so einer, wie du auch schon mal hattest. Ja. Oh. Kannst du eigentlich nur ausweichen? Boah, was ist das Blitzeffekt? Oh, also harte Schläge kommen bei dem gar nicht durch. Soll ich heilen? Teilweise, ja, ich, Schau mal, siehst du, wie ich gerade laufe? Ja, das war lustig. Die kannst du wahrscheinlich zurückschießen, die Bomben auch. Okay. Ja, sehr gut. Hat der mich trotzdem. Hast du das gesehen? Ja, ja. Er hat trotzdem in meine Richtung geschossen. Ja, das war Quatsch. Oh, das war richtig Quatsch. Aber du hast ihn gleich. Ja, sehr schön. Aber doch herausfordernd, muss ich sagen. Mhm. Also. Kann schnell vorbei sein. Aber das war ja gerade unfair. Da hat er diesen Limit und dann schießt er ihn rückwärts. Aus dem Auspuff. Ja, das fand ich auch komisch. Das würde ich gerne mal in Zeitlupe sehen. Video beweist. Aber schau mal, die haben schon Leder, ne? Wenn die Leder kriegen, dann sind die immer wichtig. Ja, ne? Das verschwendet man nicht. Und vor allem schwarze Uniform ist sowieso immer, ne? Schwarz-rot. Aus der Distanz. Versuche den Abstand schnell zu verringern, ne? Welche Schockgranaten. Setze sie gegen Sturmtruppen in deiner Nähe. Also du kannst sie doch pushen, ne? Mhm. Jagd auf Überlebende des verräterischen Ordens der Jedi. Glaubst du, denen wird gesagt, wie krass die Jedi sind? Ich meine, die haben doch nur diese, die haben halt die Mystik darüber gehört, die haben sicher noch nie einen gesehen. Und dann sehen die und merken, fuck, ich wurde verarscht. Ich bin einer von 100 Millionen, die sie schicken, damit einer mal fällt. Ich frag mich eh, ich raffe diese Order 66, raff ich nicht. Weil die Jedi sind so krass, die merken doch, das, was im Busch ist, also zumindest eine Millisekunde vorher merken die doch, shit. Und dann können dann so einzelne Trupps aus 6 bis 12 Leuten einen Jedi killen? Ich bin mir da, ich siehst ja, wie es läuft. Mhm. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das wird zu einfach erklärt mit dieser Order. Kannst du rechts hoch, ne? Da lang, meinst du? Oder kannst du lang laufen auf jeden Fall. Ja, aber das, okay, ja. Dann müssen wir dasselbe meinen. Dass wir in so einen Push-Klumpen. Push it real good! Jedi, Jedi, Nein. Und die Sicherheitsmaßnahmen wurden erhöht. Bleib konzentriert. Pass auf ihn auf, ich bin immer höchst konzentriert. Okay. Wir suchen
suchen weiter. Oh, schau mal. Eis. Oh, wieder Rutschpartie? Jaha! Oh, ein weiteres Schwächepunkt. Ah, jetzt kommt ein Endgegner, das rieche ich doch. Sehr, sehr gut. Toll, dass ihr da seid. Hatte bisher einen Scheißtag. Das tut mir leid, Vincent. Ich hoffe, dass der Tag jetzt mit uns nur noch besser wird. Vincent schreibt, hallo Simon, hallo Nils, toll, dass ihr da seid. Hatte bisher einen Scheißtag. Ja, das tut mir leid, lieber Vincent. Ich hoffe, es wird von jetzt an besser für dich. Ich kann es aber nicht garantieren. Ah, oh, schau mal, er kann schwimmen. Immerhin das. Und das Wasser sieht gar nicht so schlecht aus, wenn man sich drin bewegt. Das sind ja immer die zwei Seiten des Wassers. Ne, wenn du es dir anguckst und wenn du drin rumschwimmst. Mhm. Angucken kann oft viel besser aussehen. Ja, ja, oh mein. Also es ist okay, es ist echt okay. Ich hab schon Besseres gesehen, aber es ist okay. Was ist das? Luis, bist du beschäftigt? Ich wollte mir gerade... nein, nicht beschäftigt. Nie beschäftigt. Brauchst du denn was? Hier sind zwei abgestürzte Schiffe. Du warst nicht der einzige Pilot, dem der Wind zu schaffen gemacht hat. Oh, 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 das fällt dir jetzt auf? Wo warst du denn? Ich meine, besser als ich geht gar nicht. Ja, okay. Ich wollte mich nur bedanken. Also du bist wirklich... Ganz schön, Kleiner. Ich muss weg. Ich hab zu tun. Also, wir sehen uns. Ciao. Ja, ja. Ciao. Oh, oh. Immer diese Viecher. Alter! Beutelratte. Explosive Beutelratte direkt aus der Erde. Da ist er wieder. Aber das ist eigentlich ganz geil da oben, weil seine, ja, seine Moveset trifft dich unten nicht. Oh, das ist alles so buggy. Boah. Ist das doch so. Jetzt. Ah, keine. Na, ich muss warten, bis ich wieder Macht habe. Die kriege ich aber nur, wenn ich treffe. Ey, jetzt kam ich nicht mehr zurück, ne? Naja, ich will ja wirklich nicht immer hier. Jetzt kommt um. Okay, komm, jetzt machen wir mal einen ehrenvollen Kampf. Was ist hier los? Ins Wasser. Das ist ja lustig, da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Und der Kleine, ey. Der guckt sich so an, so. Ja, oh, und jetzt? Der ist voll. Aber gleich holen wir, ne? Aber gleich holen wir. Wir holen ihn. Speichel lecker, ey. Wie der auch echt, wie der, so ein Buddy geholfen hat. Aber diese Kombination sieht man auch auf der Straße oft. So ein Typ, so ein Aufhetzer, der nichts selber macht. Und nein! Alter, den kannst du umschubsen. Jetzt. Der Finisher wollte am Ende nicht mehr. Das ist eine Frechheit. Er ist gleich ein Finisher. Oh, wie geil, er hat den kleinen Lurch zerhauen. Da ist der Lurch noch. Ach, unblockbar, ja. Dass sogar diese kleinen Drecksratten haben unblockbaren. Es ist ein Jedi. Und jeder Moskito hat hier auch so einen unblockbaren Angriff. Gut. Das ist ja eigentlich ganz lustig, finde ich hier. Da ist noch einer, hast du gesehen? Ja, ja, die trampeln hier nämlich überall Warst rum. Du da schon drin in diesem Ring? Hier drin war ich schon, ja, aber da ist nichts. Aber nur alles abgekürzt. Nee, ich meine, ins Innere. Ich kam hier, bei dem Schiff kam ich hoch und seitdem. Ich meine, hier in diese Zwischenwand. Ah, da ist das so rein. Da geht's nicht und hier. Nee, ja, geht auch nicht. Nee, okay. Aber das ist eine gute Idee. Mit Sicherheit ist hier irgendwo noch eine Öffnung. Ja, glaube ich auch. Hier vielleicht? Nee, auch nicht, ne? Nee, ist alles. Warum machen die sowas? Doch, man will da doch rein. Mach's doch auf und ein kleinen Bonus rein irgendwo. Tut doch keinem weh. Oh, diese Gigantomanie jedes Mal. Die beobachten uns. Okay, komm, schieß. Wenn du nicht schießt, kann ich nicht. Fuck. Zu spät, zu früh. Komm, einen hast du noch. Oh, was? Hätte ich da jetzt nicht drauf springen sollen? Wahrscheinlich nicht, ja? Komm, weiß ich nicht, ich hätte irgendwie Schaden genommen. Wir müssen mal tauschen, dann kannst du mal ein bisschen spielen. Ich glaube, das war's. Die macht so eine Art Selbstzerstörung und ich bin mit reingerannt.
Spielst du eigentlich hier oder da? So, in der Nähe ist auch ein Checkpoint. Ich habe hier gespielt. Da sagt jemand was, was ich auch unterschreiben möchte. Proxy, hoffe auf einen zweiten Teil, wenn sie sich die Kritik zu Herzen nehmen, könnte es ein Must-Have-Titel werden. Ja, ich glaube nämlich auch, die Welt ist groß genug, wenn man so ein bisschen noch die Interaktion der Kämpfe, der Charaktere miteinander und so, und wenn man da noch rumtweakt, vielleicht noch so seine eigenen Features erfindet, dann ist das eine richtig gute Grundlage für den nächsten und übernächsten Teil. Sehe ich keinen Grund, warum es den nicht geben sollte. Ich hoffe, das war nicht nur so ein Fanservice, um die Leute zufriedenzustellen, die immer nach einer Solo-Story schreiben, sondern sondern ich hoffe wirklich, dass es ein Neuanfang ist für die ganze Connection EA, Star Wars und Gamer, weil ich will nicht nur Multiplayer haben, ich will wirklich auch geile Stories, weil das bietet die Welt. Naja, wir machen gleich nochmal Werbung. Aber vorher gucken wir noch, ob der Nils, ach, da brauchen wir gar nicht gucken, ne? Souverän wird er das lösen. Das ist noch voll Jedi-Power. Braucht er nicht mal. Alter, ich habe ihn noch gejeddert. Braucht er vielleicht jetzt langsam die volle Jedi-Power. Und, ah, ne? Es ist schwierig, da wieder reinzukommen. Glaubt's mir, wenn ihr mal so ein, zwei Wochen Pause gemacht habt, das Timing ist natürlich schon, muss man lernen. Ah. Da wabbelt er. Wunderbar. Einmal schön durch den Bauchnabel. Bist hier gut, weil es die dünnste Stelle im Körper. Ja, du suchst gleich den Ausweg. Da wird er wahrscheinlich sein. Wir machen kurz ein kleines bisschen Werbung und dann sind wir wieder hier und dann mit der Nils spielen und wir haben noch, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde und spielen noch weiter Star Wars. Yes, baby. Again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Star Wars Geräuschmeister 2024. Das sind wir. Dafür sind wir groß geworden, bekannt. Und weltberühmt. Guck mal, hier gibt's geilen Scheiß. Ein bisschen laut. Hast du das so lauter gemacht? Nee, ich hab nichts getan. Okay, ich möchte meine Unschuld weiterhin beteuern. So, warte mal. Mal kurz gucken. Komme ich hier nicht rüber? Omis? Oh, guck mal, da ist noch eine Pushwand da unten. Leuchtet's blau. Ja. Ah, geil. Jetzt gehe ich erstmal hier rein, so viel zu entdecken. Ja, wir sind ein bisschen geradewegs lang gelaufen. Viele von euch haben geschrieben, dass es schon diverse Möglichkeiten gegeben hätte für mehr Energie. Die werden wir uns natürlich noch holen. Nanu? Der ist ja alles kaputt. Mein Gott. Aber was ist denn jetzt gut? Ach, ha. Jetzt ist hier ein rotes. Ach so, und jetzt muss ich überladen beenden. Jetzt ist das weg. Da kam das. Jetzt kann ich mich da durchquetschen. Ach so. Das haben wir gebraucht. Aber ich will jetzt da nicht gesehen, dass da überhaupt eine Lücke ist. Andere hätte ich auch nicht gesehen, wenn dieser rote. So, ironischerweise hat der Versuch, mich daran zu hindern, durchzugehen, mich erst darauf aufmerksam gemacht, dass ich durchgehen kann. Aber bevor wir jetzt hier uns will ich ja eigentlich auch noch mal den anderen Weg erkunden. Das finde ich am befriedigendsten. Ja. Da sollte es viel mehr von geben. Das hat sowas von, wo Indiana Jones dann immer so die Spinnweben zerteilt. Ja, 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 ja. Was ich nie machen würde, da reingreifen, bist du völlig wahnsinnig. Nie im Leben. Nee, Indiana Jones, nix für mich. Ich gehe noch mal kurz zurück und guck mir hier diese blaue Wand an. Das sah mir nämlich eher aus wie ein Bonus. Oder was ist das hier? Oder ist das hier etwa Jacke wie Hose? Ist auf jeden Fall sehr dunkel. Und ich höre doch irgendwas quietschen. Aber hier kannst du mal wieder was Geiles machen. General Chiata, wir haben das Dreadnought Enterprise schwer beschädigt. Leider gilt dasselbe für unser Schiff. Trotz des Schadens empfehle ich weiterzumachen. Gemeinsam. Sie wissen, ich schrecke vor keinem Kampf zurück. Okay, banaler Irgendwas-Soldat. Ist gut. Lieutenant wahrscheinlich. General Chiara. Wenn er General ist, dann sage ich okay. Da kannst du ruhig mal so Sprüche bringen. Ansonsten bist du halt einfach Fußsoldat Nummer 500. Natürlich schreckst du von nichts zurück, weil ich dich da fucking hinschicke. Weil du schreckst nämlich sonst vor mir zurück in den Kampf hinein. Stimmt. Würde ich mir denken als Imperator. Also wenn die so mit mir reden würden. Da hast du, finde ich, schon, da sind die Führungsschwächen schon offensichtlich. Deutlich erkennbar.
Geronimo. Okay. Wenn du übrigens auf der Autobahn fährst und überholst einen hochrangigen Offizier, dann bist du General überholt. Der General ist General überholt, ja, oder? Ja. Egal, der wird zwar nicht ausgearbeitet. Nein, das ist doch nicht schlecht. Der wird wahrscheinlich, der Typ wird von so einer Zeit für eine Generalüberholung. Dann schmunzelt er zu sich selbst, seine genau, Frau verdreht so, so die Augen. Besser, ja. Die Kinder zocken Gameboy. Den selben Gag zum 50. Mal gemacht. Du wirst so ein richtig guter Dad, mal so Dad-Jokes. Ja. Das wird mal dein Metier, Alter. Der natürlich auch geht nur bei Generali-Versicherung. Ja, ist ja klar. Absolut, ja. So. Jetzt schleichen wir uns mal hier durch, nachdem wir uns ja diese schöne Sequenz gegeben haben. Guck mal, hier liegt zum Beispiel jetzt so ein toter Eumel, ne? Und dieser tote Eumel, der ist wahrscheinlich nicht von uns. Weil das finde ich wieder gut, weil da denkt man sich, okay, wie ist der jetzt gestorben? Ja. Guck mal, da waren wir. Aber dann würde ich auch gerne so Kampf, ein bisschen Blut oder Kampf. Mhm. Aber gut, das ist jetzt wirklich Nitpicking, ne? Letztendlich, man fragt sich schon, okay, die haben ja ganz schön viel Probleme auch mit Raubtierbefall. Ja. Nicht nur, weil das ein abgestürztes Schiff ist, ja. Die haben ja irgendwie auf den Stationen auch ständig Kammerjägerprobleme. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch und irgendwie lustig, dass die eben einfach ganz normale Probleme haben. Mhm, das finde ich auch lustig. So, jetzt warte ich mal, bis der unter mir ist. Der dreht ja offensichtlich einfach nur stupide seine Runden, weil ich auf ihn raufspringen möchte. Und ich glaube, guck mal, das ist nämlich so ein grün-gelber. Oh nein, der Jotaz hatte ich gesehen. Ich hab nichts zum Heilen. Ah, ich drauf. Ich kann den nicht mal anwählen. Guck mal hier, ich will den anwählen. Aber doch, jetzt geht's. Vorsicht. Oh, das ist Nils Gegner. Das ist Nils Gegner, das sehe ich schon. Vielleicht bin ich in erster Linie nicht mal tot. Aber wo haben wir denn zuletzt gespeichert, mein lieber Simon? Thorsten H., meine Freundin will sich eine Springspinne kaufen. Ja, klar. Thorsten, einfach nein. Einfach jetzt schon, einfach absetzen. Gute Idee. Aber bitte nur so, absetzen. Nur, gibt's eigentlich schon so kleine Leinen und so kleine wie so bei Pferden, so vorne so ein Zaumzeug? Für die Spinne. Leine, für die Leine. Ja, das ist gut. Und dann kannst du mit der Spinne. Und dann kann man, ja. Aber die Springspinnen sitzen doch einfach 99% der Zeit irgendwo in einem Loch und springen dann einmal. Ah, nee, das sind die wirklich rumspringen, ne? Ja. Die heißen anders, diese Ekelviecher. Das finde ich die hinterhältigsten von allen Spinnen. Die Trichterspinnen? Oder wie meinst du? Heißt die Trichterspinnen? Ich meine, die eben unten im Loch warten und dann ist oben so ein Deckel und die Trichter. Ich hasse sie. Mhm. Es gibt wahrscheinlich, oh Gott, wie ich die hasse. Es wird mir schlecht, wenn ich nur drüber nachdenke, wie die ihr Leben fristen. Dass sie sich nicht schämen, diese hinterhältigen Untertiere. Ja, das bekommen viele Insekten auch von Kindheit eingetrichtert, dass sie da aufpassen müssen. Waren wir schon mal hier oben? Kamst du hierher oder so? Es sieht nicht so aus, nein, aber check lieber nochmal. Bevor ich da jetzt wieder zu diesem anderen Typ gehe, einmal kurz gucken, was hier noch so rumliegt. Oh, das sieht aber, das blinkt und scheint. Nee. Oh, da hinten ist was Blaues. Das ist doch alles hier voll wichtig. Ja, Mann, das. Oh. Ja. Hä? Ja, aber. Das macht doch viel mehr Sinn, wenn das nicht passiert. Was hier noch? Irgendwelche komischen Felsspalten, durch die ich kriechen kann? Nee. Okay, aber wieso? Jetzt irgendwo wird das Rätsel sicherlich gelöst, weshalb der Standardzustand der ist, dass ich hier ach, nee. Na, mal gucken. Irgendwas wird muss schon ja einen Grund geben. Ach, muss weil ich du da hier. Hochklettern, ne? Genau, ja. Ich komm mir nur hoch, wenn ich das mache, alles klar. Also, war ja auch klar, dass es stell dich. Nicht, aber nicht kannst so du nicht, Moment, kannst du nicht ihn jetzt rufen, wenn du schon zwei Drittel drüber bist? Sehr gute Idee, aber. Ich dachte, er bleibt da jetzt stehen. Geht er, mal gucken, ja, mal gucken, ja, mal gucken. Wie lange er da bleibt. Gucken. Ich glaube, das ist ein Fall für dich, BD. Sehr gut. Am schlimmsten ist die Wäschespinne. Ja, da stimme ich dir zu. Wieso komme ich da nicht hoch? Ah, Simone. Ich dachte, ich muss. Kannst du nicht drauf? Ich hätte jetzt gedacht. Vielleicht. Warte mal. Vielleicht, wenn er so kommt, dagegen laufen? Nee. Ah, wie mache ich das denn am besten? Nee. Ja. Nee. Shit. Okay. Warte mal. Vielleicht. Vielleicht. Warte mal, beide. Von dem linken auf den rechten. Von dem, genau. Oder? Ja, von dem linken auf den rechten springen.
Jetzt kommen wir aber die guten, jetzt kommen wir die guten Gags. Aber du bist beschäftigt, ne? Immer gleich. Okay, jetzt immer wieder hoch. So, pass auf. Die Henne! Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht ist auch die Lösung auch völlig falsch. Ich würde auf den einen, weißt du, und dann den anderen erst. Der ist immer so schnell wieder weg. Ja. Jemand sagt, Doppelsprung kommt später. Ja! Hol's dir! Geil, das Echo, das ist was Wichtiges. Endlich hast du auch mal ein Echo. Hast du auch mal was bekommen. Nicht nur ein Grimme. Maximal Simmel! Das haben wir sehr gerne. Das mag ich. Hab ich lieb. Geil. Ja, das ist doch mega gut gewesen, dass wir hier noch hingelatscht sind. Jeden Fall. Nils ist zufrieden mit der Entscheidung, hier hingelatscht zu sein. So, dann kann ich jetzt noch weiterreden über Spinnen. First Horseman schreibt, das sind die Amish-Spinnen, die so rumspringen. Welche? Die Amish-Spinnen, die so rumspringen. Wegen, du weißt es, diesen Rumspringer. Was die Amish machen, wenn sie sich entscheiden, ob sie für immer bei den Amish bleiben das oder... Das nennt man Rumspringen? Ja, Rumspringer. Ist dieser Zyklus, in dem du sagst, weißt du was, guckst du Nutten und dann mal gucken, ob ich zu euch wiederkomme. Ja. Darfst sogar Handy benutzen, ein Fax darfst du auch benutzen, Dosenöffner darfst du benutzen. Ja, all die geilen Sachen, die du sonst halt nicht benutzen darfst. Gibt's doch auch bei den, Endlich Fax. Ja? Mass Effect gibt es auch die, dieses Volk, die da auch mal durchs Weltall und die dann auch ihre Pilgerfahrt sozusagen machen. Ja, ich finde das irgendwie auch, das hat schon was Romantisches. Also auch hier so das deutsche Handwerk oder so, wenn die da ihr Gewand anlegen und dann irgendwie pilgern. Schon abgefahren. Oh. Er schießt? Ach so, das, da warst du. Nee, nachdem es leuchtet. Ich glaube, es reicht, wenn man immer mit dem Sound zusammendrückt. So, genau. Hier sind wir nämlich vorhin da nicht mehr weiter. Quarianer. Ja, stimmt. Das sind die. Quarianer. Piep, 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 piep. Stimmt, hier bist du dann gestorben. Komme ich da hoch? Nee, ne? Oder? Da würde ich hier runterfallen. Ah, ne, das würde ich erleben. Aber ich glaube, da komme ich nicht hoch. Das sieht mir nicht so aus, als wenn ich da hochkomme. Nee. Na. Oh, was? Das war doch... Oh, komm! Ich hab eine Sekunde nicht aufgepasst, schon bist du ein Stockwerk tiefer. Ja, halt echt. Ey, dieser Roboter, ich wette... Dumme Box. Ich wette, der wird verkauft. Würdest du den... Ich würde mir den... Also ich kann... Nein, ich kaufe ihn natürlich nicht. Aber ich muss mich... Ich muss mich zügeln, dass ich mir den nicht einfach zu Weihnachten kaufe, diesen geilen Roboter. Oder einen Rucksack, der so aussieht. Da hat er Bock drauf. Mach es! Jawohl. Mann. So, hier ist auch noch wieder irgendwas Geiles, Hackbares. Guck mal. Kann man das nicht auch hacken? Nee. Lame. Oh, nee, Gizmo, danke, die Falltürspinne, nicht Trichterspinne, Falltürspinne. Die Trichterspinne macht, glaube ich, wirklich so einen Trichter. Hm? Aus Netzmaterial. Stell dir mal vor, wir würden Häuser haben, die wir aus unserem eigenen Material, was wir produzieren, bauen. Manche, oh, Alter, absoluter Suizidbot, der wollte ich voll mitreißen. Ist doch gar nicht. Solche Leute habe ich gern. Dass ein Android überhaupt zu so einer Handlung fähig ist, finde ich faszinierend. Widerspricht das nicht den Robotergesetzen von Asimov? Ja, irgendwie schon. Das dritte Gesetz ist zurückziehen und reparieren müssen. Das dritte Gesetz ist, er muss auf sich selbst achten, sofern es nicht Regel 1 und 2 irgendwie. Das ist eigentlich komplette Missachtung aller Robotergesetze. Ja. Okay. Ja, hier komme ich nirgends hoch, dann muss ich durch den Weg nochmal eben gehen. Den ganzen Weg zurück. Den haben wir eben schon gemacht. Und danach gehe ich wieder hier lang, denn da geht es ja wirklich zu diesem Endboss. Aber bevor wir den Endboss machen, will ich einmal sehen, was hier noch ist.
Und dann wissen wir das auch. Oh, schwimmen wir ein bisschen schneller. Der kann nicht schneller schwimmen, das macht mich wahnsinnig. Oder? Zack, warte mal. Ach doch, so ging das. Ah, falsche Taste. Ich drück die ganze Zeit die falsche Taste. War nämlich B. Ihr meint, ruft man aus dem Chat, die Kiste kann man hacken, aber braucht ein Upgrade. Also irgendwann noch mal wiederkommen. Irgendwann können wir noch mal all diese Kisten hacken. Ah, oh, wir haben ja noch eine Stunde, das ist ja voll ganz voll gut, ey. Zeit, anständig. Ist voll im grünen Bereich. Guck mal, da komme ich doch rüber hier, das ist doch nicht weit. Geh ich jetzt noch mal. Mattbrötchen schreibt, eventuell gibt es hier Asimov im Star Wars-Universum nicht, dann gibt es auch seine Gesetze da nicht. Das stimmt, natürlich gibt es ihn nicht, weil es eine Fantasy in einer entfernten Galaxis, aber von der, die Logik diktiert ja eigentlich, dass es diese Gesetze auch in anderer Form gibt, wann immer Menschen auf die Idee kommen, Roboter zu erfinden. Geil, einfach aus Selbstschutz. Also was auch immer ich erfinde, ich würde diesem Ding sagen, bitte bring mich nicht um. Ich glaube, so kann man, so weit kann jeder denken. Sie in not caring. Hallo? Oki fragt, ob wir schon das Upgrade haben, mit dem wir Blitze verschießen können. Nein. Ich find's aber interessant, weil eigentlich dieses Blitze-Schießen eigentlich würde ich jetzt eher auf der dunklen Seite zuordnen. Ja, oder? Das ist doch Imperator. Imperator-Fall. Ja. Fällt mir auch schwer, eine Welt mir vorzustellen, wo man das zum Guten einsetzt. Aber ja, scheint hier zu geben. Generell wichtig auch, wenn du die alle zerteilst und erledigst und irgendwo runterstößt, genieß es nicht zu sehr, weil das führt auf jeden Fall auch auf die Seite. Ja. Du musst schon immer trauern auch. Alle Truppen Alarmstufe rot. Noch eine Lebensessenz. Warte, wie? Alle Truppen Alarmstufe rot? Was ist los? Ja. Der Commander starb durch ein Lichtschwert. Ach so. Ach, das war nur die Erinnerung. Ja. Guck mal hier. Aha. So, jetzt muss ich das wieder timen. Bitte bleiben Sie stehen. Da komme ich offensichtlich von der Seite aber nicht hoch, ne? Ich meine, das ist ja so eine Kiste. Ich kann es ja mal probieren, aber ich meine, das wird nicht funktionieren. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Hier ist auch viel zu viel Schlamm. Nee, Blitze sind scheinbar fake. Echt? Na gut. Ja, es wurde so gesagt im Chat, als ob das eine valide, aber dann halt nicht. Hierüber, BD. Wahrscheinlich bleibt es dann beim Doppelsprung. Ist ja auch schon Werf. Du hast das Lichtschwert schon mal in jede Sache. Springen. Ja. Immer ganz ordentlich. So viel ist es nicht, ne? Drücken, verlangsamen. Also vier Sachen hat man. Das ist nicht viel. Das reicht nicht. Weißt du, was ich schön finde, wenn sie diesen Dark Souls-Ansatz wirklich weitermachen? Es gibt ja so viel Mystik auch. Wenn sie jetzt Marvel 1, also diese ganzen alten Jedi-Tempel, oder wenn sie eins machen würden, quasi in der alten Republik oder so. Das ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Erst hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht. Aber jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Das heißt nichts Gutes. Fühlt ihn die Macht. Wer es macht, fühle ich. Hier kann man safen? Was? Ja. Guck mal, jetzt bin ich echt, so wie das halt so ist, ne? Ich wollte eigentlich nur so die ganzen Secondary-Wege laufen. Schön. Und jetzt bin ich am Ende dann doch irgendwie hier weitergekommen. Ja, aber das soll doch aber auch so sein. Alle Wege führen nur mal dahin. Ja. Jetzt habe ich den Endboss natürlich nicht gemacht, aber das können wir uns ja vielleicht merken. Werden wir uns auch merken. Da haben wir auch die Abkürzung und so. Müssen. Ja, manche sind ja auch optional. Erinnerst du dich an die Kröte? Die war ja wohl auch optional. Das scheint mir eher der Weg zu sein zur Hauptmission, aber das ist ja auch in Ordnung. Okay. Ach was. Ja. Force Pull kommt wohl noch. Naja, gut. Ich glaub, das ist ein Fall für dich, BD. Alter. Homie. Alter, will mich jetzt verkackeiern?
Was ist dein Plan? Warte mal. Oder soll ich da einfach gegenspringen und mich dann hochziehen lassen? Ich denke, du kannst entweder hoch oder runter. Nee, ich denke, du kannst nur runter. Also das ist halt... Du willst das. Und dann würde ich vielleicht ihn erstmal da lassen. Dann habe ich eben zweimal aus Versehen gedrückt. Nee, okay, das war mein Fehler. Ich habe beim ersten Mal, hatte ich das Gefühl gehabt, er ist von alleine wieder hochgegangen. Deswegen habe ich beim zweiten Mal versucht, ihn zu stoppen. Habe die ganze Zeit ein zweites Mal gedrückt und das zweite Mal hat aber ausgelöst, dass er wieder hochgeht. Weil ich es beim ersten Mal falsch interpretiert ja, aber ich meine, kannst du denn, hatte. Geht es denn, dass du hoch, also ein Seil hier hoch? Nee, das, ich meine, das ist die Zukunft, nee, ja, vielleicht, das geht nicht. Oder vor einer langen Zeit, ist eigentlich die Vergangenheit. Ja, aber das haben sie nicht einkalkuliert. Du bist heute so gereizt, so ein verdammtes Käse, hat meinen Blaster geklaut. Das finde ich ganz cool. Ja, also zwischenmenschlicher Abfuck. Scheiße, Original 2. Oh, wir haben eben einen Speicherpunkt übersehen, laut Chat. Ach stimmt, ja, ja klar, ich trottel. Vielleicht, aber den kriegen wir den noch? Nee, ja, ich bin so dumm. Aber dann mach die jetzt erstmal. Wir landen sonst eh wieder an der Stelle. Systeme fallen aus. Registriert. Hacken. Super. Gut. Das ist sogar besser als keine Roboter neben dir haben. Diese baut jetzt auch schön Mist. Toll. Hier, Nils, da ist die Kohle drin. Illegale Roboter Fight Clubs. Hm. Ist da nicht ein Film schon von? Ein Roboter? Ja, stimmt. So, jetzt habe ich beide. Hopp. Hast du es gerade gehört? Diese Mucke, ne? Ja. Der hat es gerade gesummt. Ich werde deine Verteidigung besprechen. Wie denn? Wie so ein Startup, wenn du, der Startup-Sound, wenn du Mac anmachst. Guck mal hier von hinten, guck mal. Ist so lustig. Oh, wundervoll, wie er ihn niederschmettert. Die Rache der Druiden. Hahaha. Hammer. Das ist übertrieben. Ey, wie ich original gerade noch sage, da ist der Safe-Punkt und ihn nicht benutze. Das sind so kleine Dummheiten, die man manchmal, ich manchmal hab. Wieso hab ich nicht gesaved? Wie ist das denn? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's vergessen einfach. Du willst ja halt vor dem Speichern, guckt man nochmal um sich. Das kommt vorbei. Dummer Nils. Und jetzt komme ich da nicht so einfach zurück. Wegen der Dingsbums. Jetzt. Ah, das brauchen wir. Jetzt kannst du auch, kann ich auch safen, ja. Gut, irgendwas Geiles das ist Neues? Jetzt aber mal gut. Ein geiles Neues. Hülse, war das Hülse? Nee. Ah, okay, das ist eigentlich relativ Wumpe. Material. Achso, guck mal. Ja, Gold. Weil vorhin die Diskussion rumging, ob ein zweiter Teil sinnvoll wäre, habe ich hier aus dem Chat eine News verlinkt. Bekommen Star Wars Jedi Fallen Order Respawn würde gerne einen zweiten Teil machen. Mhm. Weil es ein großer Erfolg ist. Spieler mögen es und Entwickler Respawn hat erklärt, dass sie gerne einen Nachfolger machen wollen. Das ist natürlich so ein bisschen die Druckpistole auf der Brust von EA. Mhm. Und sagen, ey, wir wollen aber. Also hängt es jetzt natürlich ab, was EA sagt. Und da hängt es dann wahrscheinlich davon ab, wo mehr Geld gemacht werden kann. Also ganz normal. Man guckt halt, ne, wo kann ich mit denselben Entwicklern am meisten Marge machen, Gewinn machen. Bin mal gespannt, ob das am Ende Star Wars sein wird, ein Teil. Oder ob man dann doch eben Battlefront 3 oder wo, was noch alles gemacht werden muss. Ich weiß eh nicht, wie die es untereinander machen. Also mit den ganzen, ne, die haben so viele Teams und dann macht's mal die und das. Mhm. Wie das da verteilt wird einfach. Jeder muss ja permanent an irgendwas arbeiten. Da gebe ich dir. Ich meine, stell dir mal vor, du bist eigentlich voll geil, machst voll geiles Spiel und plötzlich heißt, du machst jetzt NHL 2021. Würde ich halt sagen, was? Das ist bei FIFA, glaube ich, so. Das ja, die am wenigsten Plan von Fußball haben, müssen immer FIFA machen. Ja, ja. Da willst du nicht zu gute Arbeit abliefern, sonst bist du für immer der FIFA-Guy. Ja, wirklich wahr. Ich meine, es sei denn, du findest es halt geil und dann ist es halt dein Traumjob. Ah. Muss ich original nochmal gegen die kämpfen oder kann ich mir das jetzt sparen? Ich bin mir nicht sicher. Minderwertiger Jedi. Systeme fallen aus. Oh, was? Ich habe ihn noch geblockt. Oh, Autsch, doppelt. Ein Ringling umgeht
Jedi Schaden zu. Alter, ich bin weggeslidet, wie so ein Slider. Homie. Ey, er war ganz schön beständig, dein Kollege. Ja. Der gibt aber echt Zunder und vor allen Dingen, der steckt auch einiges ein. Kontrolliertes Vorgehen. Komm mal. Kannst du nicht? Nee, ich kann nicht pushen, nix. Ah, okay, deine Energie ist ja auch. Du musst zwei, drei Schläge austeilen, dann kannst du wieder. Jetzt hast du voll. Jetzt kannst du ihn verlangsamen. Schnell! Mach! Ja, ah, dein Buddy ist tot, Mann! Na komm. Ja. Dir ist egal, ne? Dir ist alles wahllos. Hauptsache immer irgendeinen dabei. Wer das ist. Tatsächlich. Du kannst ruhig blocken. Vielleicht teilen die sich ein Bewusstsein auch. Das wäre pervers. Dann müssten sie gegen ihren Willen gegen sich selbst kämpfen. Dann wird man sich selbst verprügelt. Oder linke Hand gegen rechte Hand. Alter, lässt er sich jetzt hier Zeit oder was? Mach ich das eben selbst. So, pass auf. Jetzt muss doch hier irgendwo auch ein hackbares. Das ist ja nur für Lichtschwert, aber irgendwo muss ich das doch hier auch ausmachen können. Hack, hack. Habt ihr keinen Schalter oder ähnliches? Siehst du irgendwas? Nee, ne? Nee, die ist wirklich rot, die Wand. Geht's nicht weiter. Ah, okay. Dann gehen wir mal. Muss ich wohl wieder zurück oder was? Wie soll ich mir das hier. Ja, ich glaube, du kannst oben noch was vielleicht verschieben. Da. Also oben noch die Leinen. Ja. Die Ziplinies? Also zumindest gibt's ja mehrere Stockwerke. Kannst ja nochmal gucken, ob noch irgendwo hier zum Beispiel, wenn du jetzt da hoch und den nächsten noch hoch. Den kannst du ja verschieben. Ah, den da oben. Dann kannst du noch eine höher. Nee, ich meine den jetzt spät, du gehst erst rüber und dann machst du ihn noch höher. So. Aber eben erst, wenn du drüben bist. Okay. Wirklich großartig, BD. Okay. Und jetzt? Mal gucken, wie mache ich das denn jetzt? Da kommst du mal wieder hoch, lade mal. Ich glaube, das ist ein Fall für dich, BD. Das glaube ich auch, BD. Und hoch da. Guck mal hier. Beep. Sehr schön. Oh, das ist jetzt ein bisschen. Oh, geil. Pass auf, der Move ist jetzt schon erkennlich. Ich werde da und dann werde ich den da runterkicken mit X. Wenn ich das jetzt schaffe. Ja, mit Ansage nicht geschafft. Aber in meinem Kopf hat sich das ziemlich cool abgespielt eben. Zack, 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 zack. Springen, Zip. Und jetzt wird gleich ein X kommen. Sprung und X. Mann, toll. Ah, zwei auf einmal, nicht schlecht. Ich weiß, ich krieg das hin. Oh, mach den schnell. Ja! Wir werden dich ausschalten! Er ist getroffen! Ich bin an ihm dran! Er hat eine Stimme! Warte. Ja, du musst ihn mal erwischen, ey. Kommt von der Seite! Beeilung! Erledigt ihn! Ich ziehe! Seid vorsichtig! Knallt ihn ab! Wir sollten ihn verfolgen! Alter, Schwede. Nehme Verfolgung auf! Ja, komm mal runter hier. Ja, das fände ich jetzt aber auch nur fair. Nee, da wollen sie dann nicht. Dann sollten wir vielleicht einfach zuerst schießen. Oder schnell davonlaufen. Sie bemerken mich denn? Ernsthaft? Guck mal. Das ist dumm. Wie die da auch alle kommen. Jeder will mal gucken. Geh mal weg hier. Jetzt einfach hoch und einmal so einen richtigen Schwinger. Dann werden die alle weg. Oder von unten einmal die Fersen abhacken. Ich hätte nicht gedacht, dass die das checken. Weißt du? Oh, du hast aber auch gar keine Energie. Und jetzt hauen die jetzt wieder ab? Das ist so geil. Guck mal, jetzt hauen sie wieder ab. Ja, ist er wohl weg. Jetzt, keine Ahnung, wo ist. Ich sehe keine Hände mehr. Das reicht. Keine Hände, keine Verfolgung. Gut. Dann hauen wir mal ab. Scheiße, ich wollte mich... Okay, jetzt haut mal wieder ab und dann ist gut. Dann hängst du. Nee, doch nicht. Okay, Leute, da war nur ein Fehlalarm. Hier ist niemand. Das haben wir uns nur eingebildet. Jetzt bitte nur dranhängen. Nichts machen. Nur dranhängen, bitte. Holt ihn euch, solange er schwach ist. Verstanden.
Ich wollte mich da nur dranhängen. Ich glaube, ich bin fertig. Das ist sehr lustig. Hier ist niemand. Okay. Tschüss. So, haut euch da ab. Oh Mann, ey. Hängt euch das mal an. Das ist ja so lustig. Ich glaube, er ist verwundet. Oh. Ja. Wir das hier gewinnen. Das war sehr schön. Hier raus. Sehr kluge Aktion. Ne, sie müssen es ja irgendwie lernen. Ja, das ist so lustig. Okay, Leute, hier ist nichts. Ich hau wieder ab. Okay. Die Jedi! Aber er ist verwundet? Ja. Ich mag, was du machst, Nils. Mist, jetzt habe ich wirklich gar nichts mehr. Es wird wirklich sehr spannend, wie du das jetzt löst. Ja, ich mach das. Wie wird Nils das Problem lösen? Ja, pass auf, ich zeig's dir. Schalten Sie nächste Woche wieder ein. Ich ziele. Komm schon, hey. Ah, klappt. Ey, aber ich war voll auf deiner. Ich hab's dir gegönnt. Ich hätte es mir auch gegönnt. Ich hätte es dir gewünscht. Schade. Na gut. Aber wir haben ja zum Glück kürzlich gesaved und haben auch schon unsere neue Kraft aktiviert, was gut ist, weil jetzt müssen wir nämlich nur noch hier hochkrabbeln. Zack. Und dasselbe sehen wir jetzt nochmal. Ja, ein Eindringlich! Ja. Wirklich? Sind wir gut genug für den Sieg? Ja, tschüss. Ich brauch Verstärkung! Ich werde ihn erhöhen! Tschüss. Hey, ich hab ihn erwischt! Er sieht ziemlich geschwächt aus. Pures Glück. BD! Nehme Verfolgung auf. Hey, ein Eindringling! Treffer! Ich schaff das! Wir gewinnen! Alter. Hilf mir! Ja, komm, gib dir genau, nimm dir. Nimm dir ruhig! Lass sie nicht entkommen! Ja, ist ja gut, Leute. Aufpassen! Wird er entkommen? Bin ich jetzt allein? Gut, gut, gut. Da geht's wieder hoch. Da kamen wir her. Achso, da kann ich mich wahrscheinlich nicht. Kann ich mich da hacken? Ja, oh Mann, das hätten wir fast übersehen. Ah, von wegen. Doch nicht, geht nicht. Was ist hier? Können wir hier noch irgendwelche Interaktionen vornehmen? Oh ja, hier geht's auf. Aber ich komme hier auch wieder hoch, ne? Oder? Nee, da ist nix. Guck, da ist keine Plattform oder so. Muss man doch hier lang gehen. So, jetzt wäre ich dankbar über Safe. Was ist hier? Oh, guck mal. Da ist auch wieder eine Erinnerung oder sowas. Da komme ich mich nämlich durch. Da kannst du drücken, ja. Aber erstmal. Oh, da ist hier ein Endboss. Das ist so ein schlimmer. Ja, aber ich habe keine. Vielleicht kannst du hier speichern, dann würde ich erst nochmal drücken. Oh, da sind auch. Ach, das ist die andere Seite. Guck mal. Oh. Wer schießt da auf mich? Alter. Alter, Drecksvieh. Okay. So. Echo. Schön. Ach, das ist nur von ihm. Ich dachte, es wäre ein Speicherort. Was ist das? Aber ich kann hier abkürzen gleich. Guck da. Ja. Oh, die Rüstung da. Oh, das ist geil. Das ist dieser Wächter hier. Der hier, oder? Das aber so gegen einer, den habe ich ja schon mal gekämpft. Ja. Ja. So, hier kann ich jetzt das aufmachen. Das ist eine Abkürzung. Rückzug bedeutet Kapitulation. Da oben!
Registriere Interferenz. Alter. Umschlag. Ah. 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 Ah, gut. Ach, wie schnell der ist. Ich schieße jetzt. Sehr gut. Hack ihn. Haha, ey, das war voll hinterhältig. Du konntest irgendwie. Aber ist nicht schlimm, die Abkürzung ist offen. Das heißt, ich kann da einfach durchlaufen. Ich wollte eigentlich, mein Plan war, dass ich mit einem von den Typen zu diesem Endboss gehe. Aber das ist jetzt egal. Ich laufe einfach an denen vorbei durch die Abkürzung. Zu diesem Zwischenboss. Ja, spare ich es lieber. So, kann ich nämlich. Warte, das war. Da unten, ne? Da muss ich den wieder nach unten machen. Muss ihn mal wieder kämpfen. Dann da runter. Dann laufe ich einfach an den vorbei. Ziel in Reichweite. Drücke vor, um Sichtkontakt zu erhalten. Der Block! Rückzug bedeutet Kapitulation. Ja. Jetzt tue ich der Tod! Ich werde dich ausbluten lassen! Kämpfe weiter! Ja, gut. Und warum steht noch so ein Typ, ey? Wie so ein, das ist ein geiles Bild. Wie er so einfach da steht. Silhouette da ist, ja. Gesenkten Kopf. So. Da komme ich auch hin. Da ist diese komische Erinnerung. Auch weiter. Das können wir mal durchlunsen. Ja, erstmal holen wir uns hier die Erinnerung raus. Das ist. Ah, shit. Warte mal, wenn ich von hier gegen jumpe. Ja. Ah. Bisschen zu früh. Ja. So. In Eile zurückgelassenes Werkzeug. Die Arbeiter sollten Relikte finden und scherten sich kein Stück um die Geschichte. Tja. Wo sind sie? Aufpassen! War das jetzt noch? Nee. Ja, die haben dich, glaube ich, nur einfach schon gesehen. Also. Nee, doch nicht, die reden nur. Ja, das war auch die Geschichte, wo ich eben war. Hier geht's wieder runter. Wie uns da wieder nicht geglaubt wird. Die Spielstufe wurde doch bestimmt leichter gemacht. Jetzt hieß normal. Nein! Ah! Jetzt hieß viel mehr abprobiert. Ich glaube, es liegt daran, lieber DK, dass wir schon so ein extra Energiedingens gefunden haben und dadurch weniger Schaden verursacht wird. Ich glaube, deswegen kommt das dir nur so vor. Wie du sehen kannst, hat niemand hier irgendwas umgestellt. Nee. Ja, aber da kostet doch jetzt nie wieder. Doch, ja, das ist gut, nicht schlecht, okay. Ja, gut. Der kann ich auch safen. Da habt ihr gedacht, war Leute, come on! Gar kein Problem. Hier schreibt auch jemand über die Schwierigkeitsgrade. Die Jedi-Meister, also unsere, ist die zweithöchste. Es gibt noch Jedi-Ritter und Padawan, die darunter. Und die höchste, aber die ist wirklich kotzig, ist dann wie Dark Souls nur schwerer. Von Hans Olo. Hans Olo, guck mal hier, ey. Da kann ich mich hochblasen lassen. Ja. Und dann komme ich da hoch. Und dann? Da hinten auf die andere Seite. Oh. Irgendwie. Aber erstmal gehe ich jetzt hier lang. Was hier ist. Die geht ja auch nochmal weiter offensichtlich. Die ist zu, aus irgendeinem Grund. Was haben wir denn hier? Da ist noch eine Tür. Da hinten sind wieder diese anderen Typen. Alles klar. Fahrstuhl. Hinab. Ach, ist demnächst auch mal wieder wechseln, ne? Wie berechenbar. Mhm. Oh ja. Ich kenne deinen Namen. Dein Leben. Und was viel wichtiger ist, ich weiß von K.
Cordova. Sag mir, wo hat er das Holocron versteckt? Großartig. Boah, du bist doch kein Sith, oder? Oh, die kann auch gut blocken. Verdammt, ey. Ich bin ihr Haushoch überlegen. Na schön, dem Nächsten entgehst du nicht. Das war gar nichts. Das ist viel zu einfach. Bringen wir es zu Ende. Das ist zu einfach. Untergang rückt näher. Ey, was war das denn? Unfairness. Oh. War geil. Du lernst dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sir konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. Sie war schwach. Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Sie gab die Position ihres naiven Padawan preis. Sie hat mich nie gefunden. Ah! Drunter ist das Vader. Wäre sie nicht gewesen. Hey! Sie hat mich verraten. Ah, alte Schwede. Du bist Triller. Leibhaftig. Ich lasse mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Weißt du, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab. Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jarrow T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken, der im Schatten mit einer Verräterin paktiert, ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler? Nein. Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Wow, okay, das war krass. Ich finde, ich habe jetzt, glaube ich, echt lang gespielt. Eine halbe Stunde haben wir noch. Möchtest du wieder mal ein bisschen eine Runde wechseln? Ja, klar. Ich bin fast davon ausgegangen, dass ich jetzt einfach drankomme, weil wir uns hier bei den Endgegnern immer abwechseln. Aber du hast das ja bravourös gemeistert. Du Meister. Ich du bist fast ein Meister. Jedi. Habe dich beobachtet und du hast das ganz... Bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich angeschlossen ist. Ja. Ich muss gleich nochmal in der Regie nachprüfen. Ja. Und wenn nicht, muss es jetzt gleich jemand anschließen an unsere professionellen Dark Souls-Spieler, die unter dem Tisch sind. Ja. Ja. Ich sehe auch gerade, wir machen eine kleine genau. Unterbrechung noch, dann geht's hier mit dir weiter. Bin ich sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Das war auf jeden Fall eine coole Zwischensequenz. Die hat mir echt Spaß gemacht. Dieses
den Helm abnehmen, diese manipulative Persönlichkeit, die dahinter steckt. So, sie nimmt den Helm ab, um mit ihm zu connecten, um ihn besser manipulieren zu können. Braucht sie ihr Gesicht dafür? Also das war schon, ist schon smart gemacht. Ja, ich finde sie auch sehr interessant. Die Stimme von Bart Simpson irritiert mich und bringt mich raus, weil das ist die Stimme. Aber ansonsten ist das echt, war eine schöne Szene. Ja. Gerne mehr davon. Ja, und wir sehen uns gleich weiter wieder und dann bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. Hello, hello. Turn the radio on. Wieder mal wurde ein Jedi durch eine Energiewand geschützt. Und nur welcher? Oh. Vielleicht wurde der andere ja auch vor mir geschützt. Das vor dir. Könnte auch sein, ja. Ich meine, eigentlich, sagen wir doch mal ehrlich, es sah so aus, als ob sie verliert. Das stimmt. Oh, das hier hat schon so ein, Alien. Ja, ja, ja. So komischen Kapseln hier. Ja, es ist, als wenn es so geschmolzen wäre. Danke für die Hilfe, BD. Du hast mich gerettet. Na, sei nicht so schüchtern, du hast sie platt gemacht. Speichel ihn. Speichi, Speichi. Ey, wir kriegen einfach keinen Fähigkeitenpunkt. Ey, das ist lächerlich, oder? Jetzt eigentlich, wir haben echt viele Leute. Also zumindest jetzt für die, genau, für die eine Geschichte. Na gut, du hast sie nicht getötet, aber da hätte es schon was geben können. Ich habe im Prinzip, guck mal, als du gespielt hast, hat mir schon diesen Einskillpunkt. Das heißt, in der kompletten Zeit, wo ich gespielt habe, habe ich für nichts irgendwie. Es ist anders als das andere Grab. Boah, das sieht geil aus. Keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Das Grab von Mictrul. Das gefällt ihm nicht. Auch schön. Aber das andere, was aussah wie so ein riesiges Alien-Monster, das hat ihm gefallen. Das ist, ne, die Jugend von heute ist es einfach so. Ich hab's. Aber sie. Warum habt ihr nichts gesagt? Weil sie eine Lügnerin ist. Du. Red doch nicht noch mit ihr. Ich habe den Funk in dem Moment umgeleitet, als du sie kontaktieren wolltest. Das Hacken verschlüsselter Nachrichten war früher eine Art Hobby von ihr. Sie hat mir beigebracht. Es gibt keine Technik von Seer, die ich nicht perfektioniert habe. Ja, ja. Die Entstehung der zweiten Schwester. Während das Imperium dem Grab von Mikrul tatsächlich immer näher kam, reiste Karl nach Zepho, wo er in eine Falle der zweiten Schwester tappte. Diese gab sich als Trilla, Ceres einstige Padawan, zu erkennen. Nach einem erbitterten Kampf schien Trilla die Oberhand zu gewinnen. Nein, aber kurz bevor sie Kerl niederstrecken konnte, diese Geschichte, der hat die Geschichte geschrieben. Da würde ich jetzt gerne das GIF von dem Kampf eben sehen. Schaltet sich Video 1 ein, indem er ein undurchdringliches Laserfeld zwischen Trilla und Karl platzierte, ohne uns zu fragen übrigens. Während Karl Trifa in Mictruls Grab floh, versuchte er Siri zu kontaktieren, wurde aber von Trilla unterbrochen, die sein Kommunikationssystem gehackt hatte. Das ist ja wirklich genau das, oder? Was hier gerade passiert ist, einfach nur. Und alles auch noch falsch. Ja. Wer auch immer hier unser Tacitus ist, mit dem muss ich mal ein Wörtchen reden. Alter, die Feldspalten hier. Das ist aber eines der wichtigen Features, wenn man wieder geladen werden muss. Ja, das stimmt. Halt, ey. Imperiale Propaganda. Ja. Ich will auch so. Mon-Ra. Oh, die war weit. Die war weiter als gedacht. Die Glücksbär. Was passiert damit? Was mache ich jetzt? Das ist ja schon gut, dass du es gemacht hast. Vorsicht! Ja. Der war cut, also wieder. Es ist ein bisschen doof. Ich meine, es ist ein cooler Kampf, aber der ist hier in so einer engen, beengten Atmosphäre. Ich meine, ich kann den gar nicht genießen, weil ich kaum. Ich kann ja kaum kämpfen. Ja. Halt dich gleich. Shit, ja. Hey, bitte. Ey, teilweise, man sieht halt nix. Jetzt hast du ihn noch einmal. Ich will's ja skillvoll machen. Alter, jetzt. Er hat wirklich nur einen Zipfel. Zack! Ja. Schön mit einem schweren Schlag. Tot. Durch mich gefallen, ja. Ich bin immer begraben. Ja, Alter, verhungert. Ach, schade, ich dachte, es gibt wenigstens, weiß ich nicht, irgendwas. Moment.
Da kam ich rein. Ja, und da ist eine blaue Wand da rechts. Also da hinten, da. Hier, ja. Oh. Oh. Sehr gut. Da, die Kugel wieder ins Bäckchen. Was war dies kaputt? Oh, die geht nicht mehr. Nein. Da muss ich wahrscheinlich die von oben holen, dafür ist sie wahrscheinlich da. Mhm. Die Kette da hochklettern? Die Kette und dann einfach mal schauen. War das nicht? Ach du Scheiße, das geht gar nicht. Da war ich jetzt aber auch sicher. Okay, dann irgendwo. Mal gucken, also. Und da ist noch so ein Tor. Nee, hier. Ja. Ach, schön. Oh. Aha, okay, damit machen wir das magnetisch oder so. Oh, schön. Mein Freund, diese Geräte simulieren die Schwerkraft dieses Planeten. Ich bin sicher, das ist ein Leitmotiv. Eins, was ich mir merken muss? Ja, wir gucken gleich nochmal rein. Und zwar ist es bestimmt die Höhe und so wichtig. Genau. Nee, doch nicht. Guck mal, kann ich die manipulieren irgendwie? Ja. Ja. Okay, nee, scheint nicht so wichtig zu sein. Ja, also die Idee ist, glaube ich, das sah schon recht vielversprechend aus. Aber es hat sich ja verändert auch leider. Das ist nicht smart. Ey, was muss ich denn? L2 gedrückt halten. Er hängt doch schon dran. Ja, er will aber trotzdem das gerade. Es geht doch auch um sein Leben. Ja, aber er Cordova hatte wohl einiges halt für diese Sepho übrig. Vielleicht genug, um das Holocron in ihren Gebeinen zu verstecken. Ja, mal sehen, was du rausfindest. Shit, hier lang oder hier? Oh. Alter, wo kommen die denn jetzt schon? Da kommen wir gleich hin. Erst nochmal hier gucken. Wo kommen die Truppen her? Oh, geil, die kämpfen gegen so einen. Ein Ausgang? Na gut. Ganz spannend so, ne? Zu sehen, wer ist stärker. Kann ich irgendwas gegen den machen? Jemand anderer soll hier raufkommen. Gleich. Mit dem hauen sie. Guck mal, die fallen. Das ist ein geiler Slapstick-Moment, war das denn? Das war geil. Ja. Dieser harte Schlag ist sehr enttäuschend. Und Echo beides. BD, ich glaube, das ist deine Stärke. Ein Relikt aus dem alten Sepho. Ich spüre große Eitelkeit und Prunksucht in dieser Phase ihrer Geschichte. Du musst es einfach wissen. Eitelkeit und Prunksucht. Zeitalter der. Ah. Da würde ich gerne mehr zu erleben eigentlich. Mehr. Da wäre jetzt mal ein interessanter Text zum Beispiel. Nicht schlecht. Alter. Am Zeitalter der Zügellosigkeit sind ja auch die Pferde zugrunde gegangen. Könnte mal hinspringen. Aber dann dürfte ich hier nicht mehr hier hoch. Ich gehe erst noch mal hoch. Ja. Wenn da oben was, nee, auch nichts ist, dann springe ich da runter. Wette, das ist ein richtig geiler Geheimgang. Schon wieder? Ja, erst mal hoch, wo die Schubs sind. Da hoch. Ja. Dann machst du erst mal die platt. Festhalten! Oh, komm, ey! Gut. Der zweite auch platt? Die zwei Stormtrooper sind platt, ja. Moment. Okay. Ach, die waren hier was, ne? Ja. Einer liegt da und der schießt mal auf dich. Den machst du wirklich. Auch von hier unten was. Ja. Wo ist der denn noch? Der hat eben noch auf dich geschossen.
Gefühlt habe ich eben auch noch einen Schuss abbekommen. Ja. Da steht er, aber der sieht mich nicht. Hier bin ich, hallo! 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 Nee, der hängt fest. In so einer Situation wäre so ein Pull auch geil. Den kriegen wir noch. Dann könnte man ihn einfach so über die Brüstung ziehen. Ich werde ihn gleich ein bisschen schubsen. Berühmte letzte Worte. Ja. Nur du und ich Nicht mal fertig reden gelassen. Alter. Alpha Mars so ein Magazin rausgeschissen. Und das konntest du interagieren, das ist blau. Bayerische Wochen, das wird. Ich glaube, du kannst das dagegen schleudern lassen. Einfach drück da mal, pull da mal gegen und dann die Gravitation wird das irgendwie. War meine Hoffnung. Naja, das sieht schon irgendwie. Ah, die Hürde hier ist das Problem. Oder vielleicht soll das auch so sein. Okay, was bringt mir das hier? Kann ich da dann hin? Nee. Also ich hätte gedacht, dass das Gewicht muss in diesen Gravitationskreis rein und dann die Tür zerschlagen da hinten. Das hier meinst du, die Tür? Ja. Ist das? Ja, ey. So werde ich es jetzt, weiß ich nicht. Ab jetzt immer so. Vielleicht, wenn ich jetzt hier was drücke, kommt dann noch was raus? Ah, jetzt ist es. Ah, okay. Jetzt ist es aus. Jetzt kannst du das nach hinten schieben oder nach vorne oder so. Hier kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Nee, dann muss ich es vielleicht von der Seite. Hinten, okay. Ach, natürlich. Darum geht's, ja. Okay, kurz nochmal schauen. Da kann ich aber auch noch hin. Nils! Ja, ist doch super. An allen Ecken und Enden. Ja, ich hasse es, wenn es so viele Möglichkeiten gibt. Oh, eine kleine Ratte. Und noch ein Endboss links. Ah, ja, das ist ja kein Endboss. Ja, also ein Wächter der Nacht. Wächter der macht nix. Mhm. Ja. Na gut, das war ein bisschen zu einfach. Nicht hoch in die Sicherheit. Ja, aber es ist halt so einfach. Das alte Dark Souls Prinzip. Jetzt aber. Also, lebt der überhaupt noch? Hey! Ach ja, es war ein roter, ne? Immer diese roten. Das war genau richtig. Okay, es sind sehr, sehr viele Areale. Moment, kurz mal gucken, damit ich mich nicht verlaufe. Hier kamen wir her, hier geht's noch hoch. Also gehe ich jetzt hier gerade mal weiter erst. Eine Erinnerung oder sowas? Ja, hier. Oh, sogar so ein Ding. Und wenn du jetzt natürlich dich erfrischt, könnte es natürlich sein. Mach ich aber nicht, deswegen. Ich will ihn nur holen. Da ist, ja. Okay, hier eigentlich hier rechts wäre jetzt das andere Areal. Ich gehe hier nochmal lang. Ich glaube nämlich, dass ich dann da lande. Scheiße, das wäre der Moment gewesen, aber das ist auch gut. Das kann man auch verbrennen, auf jeden Fall. Ach, da brauche ich dann aber. Moment. Verbrennungsgerät. Ist das irgendwas, was ich dagegen werfe oder so? Vielleicht hole ich das von hier unten. Da ist noch einer. Jetzt habe ich mich spätestens jetzt komplett verlaufen. Ja, ist doch gut, das sieht gut aus. Aber, Mann, Nils, aber ich wollte doch die ganzen anderen Wege gehen. Guck mal, es wird ja, es hört nie auf. Nee, hast du das schon? Da waren nee, es waren schon mal zwei Lianen da, aber nicht solche. Nee. Oh geil, da musst du dich dann an dieses Ding ranhängen. L, ich hab doch L, er drückte L. Er drückte L. Könnte auch ein Dialog aus Stranger Things sein. So eine Regieanweisung. Oh. Ich habe jetzt wirklich komplett aufgegeben, was so die Orientierung angeht, muss ich ehrlich sagen. Solange man neue Sachen sieht, ist das. Oh, diese Dinger. Oh, hast du gesehen? Ja. Geil. Jede Minute kommen neue Soldaten in dieses Grab.
Ja. Ja. Ich kann bleiben. Ja, voll. Hätte sich der Androide nicht eingemischt, hätte ich dich problemlos erledigt. Ey, es ist so ein Nervscheiß. Bip, 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 bip. Ignoriere sie einfach. Eigentlich wäre... Alter. Krass. Oh, nice. Was ich pflanze? Achtung, Kiri! Okay. Da sind sie. Trete zurück, ich krieg das hin. Ich glaube, er hat Angst vor uns. Ich glaube, er hat Angst vor uns. Nicht nachlassen! Lass sie nicht aus den Augen! Sonst sind wir alleine, Jedi. Würdest alleine. Du noch ein drittes Mal? Wie so ein schlechter Triebtäter, ey. Das ist mit mir alleine. Du schießt zweimal und kriegst das Ding in die Brust. Oder? Du weißt, du hast noch Energie für einen dritten, verletzenden, tödlichen Schuss. Du würdest dich noch mal ballern. Nee. Ich würde ihn einfach den Jedi angucken, dann würde ich mein Kommunikationsding würde sagen, ich habe ihn leider verloren. Ich kann ihn nicht finden. Er ist zu schnell für mich. Ja, während er ins Auge guckt und dann so, okay, ganz langsam so umdrehen. Ja, die sind halt nicht smart. Wir würden uns vor allem drauf einlassen, weil wir die Guten sind. Oh, geil. Ich werde dich nicht verfehlen. Knapp daneben. Ich werde siegen. Pass ein bisschen auf. Super. Ah, geil! Oh, ich habe gar keine Energie. Siehst du, ich habe mich drauf verlassen. Und dieses Verlassen hat mir die Power gegeben. Okay, jetzt machen wir den Button. Hammer. Das ist natürlich praktisch. Das ist ein Weg zum Büro, ne? Ja, ja, wirklich. Jedi The Office. Ich kann, glaubst du, ich kann über die Wurzel hier noch. Oh, nee. Ich sehe es. Ah, Vorsicht! Deine Abwehr ist ziemlich gut. Deine Abwehr ist ziemlich gut. Auch noch Lob. Ach Gott. Mitten im Kampf Lob. Das ist alles falsch gemacht. Vorsicht! Ja, ja, du siehst auch schon mich sterben. Ich mich auch. Ja, du machst das super. Oh. Ah, hier rechts runter wahrscheinlich. Nee. Kommst du da nicht hoch? Nein. Okay, wieder mal gucken. Also, hier ganz hoch will er nicht. Doch, wenn du springst, ne, auch nicht. Er macht die. Stimmt, der macht die Handbewegung, ne? Also die eine reicht nicht, oder was? Eine Ranke reicht nicht. Ja, das Ding. Kannst du auch wegpullen, pushen. Oder? Lustig. Das soll ich kannst vergessen. Kannst du auch welche mit beschießt bestimmt. Shit. Ich mach's nochmal weg. Mal kurz gucken, was dann, was sich da hinter verbirgt. Ich hab vorhin nicht aufgepasst. Vielleicht, wenn du... Warte mal. Ja, oder? Können wir nicht über den Ast vielleicht aber hier du hin? Ja, aber du kannst auch an der Stelle bestimmt auch weiter. Einfach hier geradeaus? Oder du meinst... Zack. Und wenn du jetzt... Wenn du jetzt quasi die Interaktion machst und dann da schnell hintergehst, meinst du, es funktioniert? Du meinst, dass ich vor, bevor das Ding zukommt, ja? An dem vorbeispringen möchte? Ja, kannst du, wir können gleich mal gucken. Aber wir werden es sehen. Wenn ich jetzt schon renne. Nee, ich meinte. Ja, ich habe irgendwie auch, aber ja. Aber das steht da, nee, das geht eh gar nicht. Das war mein Fehler. Ich dachte, das. Nee, ich na, aber ich glaube schon, dass hier irgendwas richtig ist. Kann ich zum Beispiel mich hier an dem. Nee, daran festhalten oder so. Oder auf der anderen Seite vielleicht. Hier aktivieren, verlangsamen und dann dranhängen. Ja, hm. Die Frage ist nur, wo? Achso, kannst du. Hm. Jetzt. Ja, ja, doch, doch, die Idee ist richtig. Nee, warte mal. Und jetzt, du musst es erst quasi aktivieren und dann im gleichen Atemzug verlangsamen. Geht das? Und dann raufspringen. Verlangsamen! Ja, ja. Und jetzt rauf. Und jetzt ja, Mann. Oh, Mann. Ja, das ist einfach nur ja. Ein Transportmittel. Genau. Okay, das war gut. Danke, lieber Chat. Da wären wir natürlich auch drauf gekommen, aber es hilft auch, von euch da mal einen Tipp zu kriegen. Ah! Ich hätte gerne auch ein letztes Geräusch noch. Ey!
So. So schön. Oder geht's in beide Richtungen, ne? Was ist in eine andere Richtung? Ja, nee, da will ich ja auch, genau, da will ich ja nicht hin zurück. Ich habe Angst, dass jetzt, ich habe so wenig Energie, dass jetzt gleich nochmal irgendwo ein Gegner kommt, also, und ich nicht vorbereitet bin. War aber diese Richtung mit dem Ast, da waren wir schon, oder was? Das war der, da kamen wir her, ja. Oh! Hoffentlich X. Ja. Ich werde dich aufhalten. Ja! Nice! Sehr geil. Da war noch was Blaues, guck mal zurück. Nee, oder? Das hat nur anderweitig blau ausgenommen. Ja, das war schön. Gut. Boah, das ja. Oh. Die machen es echt ganz schön knapp. Ja. So, wo ist jetzt hier mal der Safe-Kreis? Oh, komm, immer noch was! Jetzt kommt noch so ein Bock! Nee, Mann! Das ist ein Unblock-Bock! Unblock-Bock. Ist der runter? Ne? Ah, vielleicht haut der auch ab. Ja, das doch, ich sehe jemanden. Dann hau ich mal wieder ab. Ey, der killt mich jetzt und dann müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Ja, du hast aber relativ viel Jedi Force, du kannst ihn verlangsamen jetzt. Er hat mir hier in die Headshot-Ader geschlagen. Ja, okay, da war aber niemand hier. Ich mach schnell wieder woanders hin. Der ist jetzt richtig pisst, ne? Der merkt sich das. Ja. Der ist ein bisschen klüger als die Stormtrooper. Ja, aber echt? Langsam ihn. Sehr gut. Ja. Sehr schön. Jetzt muss aber gleich mal so ein Safe-Punkt kommen hier. Dem Imperium wären viele Artefakte entgangen, wenn du auf diesem Planeten nicht eingegriffen hättest. Ist das den Preis wert? Ja, das kannst du gegen den Baum schießen, das Teil. Sturmtruppler und Arbeiter. Verzichtbare Ressourcen. Du bist ein Monster. Dafür trägt Zier die Schuld. Die spawnen noch neu, oder? Ja, ja, ich kann aber auch. Oh, ah, okay, ja, ja, jetzt haben wir's. Ich glaube, du musst langsam und dann schießen. Irgendwie schon, oder? Ja, nochmal neu. Und dann verlangsamen. Ja. Drücken und direkt verlangsamen. Ah, geht nicht, oder? Ja. Wenn ich das jetzt ausmache, nee, dann bleibt der auf. Das kann nicht so schwer sein. Mach's nochmal. Ach, nee. Ja, ist auch in der Animation, ja. Aber geht das nicht vielleicht trotzdem? Das bleibt halt echt immer hängen, ne? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ist das das Rätsel, dass es hier immer hängen bleibt? Hm. Ziehen kann ich auch nicht. Kannst du irgendwie angrapschen? Ja, so. Okay. Raff ich nicht ganz, was da als das Rätsel war. Ich hab's gedrückt, aber. Abkürzung vor euch tiefer. Da ist das Safe-Button. Nice, das war da, wo der Wächter war. Ups. Ey, das ist ja richtig gut. Das ist ja richtig gut. Hey! Das war mal richtig knapp. Wir haben jetzt auch zwei Punkte vor allem. Okay. Welchen wollen wir uns holen? Du meintest den mit der Macht. Da hältst du verlangsamen, kann Kerl alle Ziele in seinem Umfeld verlangsamen. Das finde ich echt ganz gut, gerade bei so großen Gegnergruppen, mit denen wir uns noch ein bisschen Gegner werden länger verlangsamt, ja. Und dann kann man da richtig reinhacken. Weil das bringt halt bei, genau, wenn du halt nur einen, dann hast du immer noch drei, die auf dich zulaufen. Und so ist das echt geil. Doch, ich mag das. Es ist echt krass, geht nicht viel weiter nach oben. Es sind nur diese vier, fünf Dinger noch übrig. Okay. Oh oh, Entschuldigung, habe ich nicht gespeichert. Mach das doch automatisch, mein Freund. Das eine Gestrüpp zum Abbrennen ist gleich um die Ecke. Heißt das, meint ihr das hier? Um die Ecke? Ja. Ja, wir laufen mal kurz. Ja, sind wir noch an der einen Stelle? Da waren wir. Da ist das mit dem. Sollte ich da nicht vielleicht auch mal hin? Das fehlt ja auch noch. Ja, er macht nichts. Ne? Er macht nichts, ja, dann lässt mich in Frieden. Warte mal, hier wäre das eventuell. Nee.
Ich gehe mal, weil ich es wissen will, erstmal hier jetzt hoch und hol diese Kugel. Mhm. Die brauche ich definitiv später. Weiter unten. Ach, kommt falsch anvisiert. Er ist erledigt! Das ist schon einfach, ne? Er ist nicht erledigt. Feuer frei! Gleich rein. Ich. Es ist besser, wenn man das Timing. Ne? Du hörst den Schuss, aber wenn drei Leute schießen, hörst du es halt nicht so gut. Okay, das brauche ich jetzt nicht. Ich will hier hin. Ja, das passt. Das geht. Oh, da sind die ganzen Flammen. Da ist wirklich Gestrüpp. Siehst du? Ja. Warte mal, und wie kann ich das jetzt nehmen? Man kann, dann müsste man vielleicht einen Schalter drücken oder so. Alleine fliegen die da nicht raus. Ja, ist nur. Okay, okay. Ah! Oh. Ah, was hält der denn aus? Boah, du Kumpels, komm mal. Jetzt komm, Alter! Könnte ein Stim gebrauchen. Nee. So, da muss man irgendwas von mir machen. Da rechts ist wieder so ein Bock. Nee, okay. Boah. Wo wohnen denn hier? Da kannst du über den Baumstamm hoch vielleicht. Nee, nee, geht nicht. Ich glaube, dass man das hier erstmal wegmachen muss. Hm. Ist dann auch irgendwas Wichtiges? Ah. Hm. Das ist, glaube ich, die Stelle, die der Chat meinte. Ohne Force Pull geht's hier nicht weiter. Okay, verstehe. Aber ich dachte, dass ich vielleicht. Nee, kriegst du nicht auf. Aber kann man da nicht die Glasscheibe auch bumsen? Nee. Ich verstehe, also können wir hier gar nicht weitermachen. Und das hier. Das ist alles total interessant, aber leider im Moment nicht. Da alle sind wir wieder an der Stelle, ja. Okay, so, was ich jetzt machen werde, ist kurz speichern und dann geht's wieder in die. Ja, geradeaus weiter. Hm? Jetzt könnte ich eigentlich auch nochmal. Da war doch diese eine Ecke noch, die wir noch untersuchen wollten. Auch hier. Haben wir die untersucht? Schau mal, hier sind wir da. Ah, hier ist das Gestrüpp. Ja. Wie kriegt man jetzt nochmal das Gestrüpp dahin? Beiläufig. Nee, hier kann's nicht sein. Wie krieg ich die Flamme dahin, Nils? Ja, guck mal, da ist noch ein rotes Seil. Das heißt, das müssten wir auch wahrscheinlich forcepullen, ja. Und dann kann ich vielleicht irgendwas aktivieren. Da drüben ist auch noch was. Und dann komme ich vielleicht hier hinter. Es ist nur komisch, weil nimm doch einfach ein Feuer mit und schmeiß es da drauf, Leute. Okay. Ja, die Frage ist, du kannst ja mal auf die Karte gucken, das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Und alles, was rot ist, ja, das ist dann definitiv die Pull-Mechanik, die werden wir wohl irgendwann nochmal kriegen. Da ist auch rot. Naja, das könnte auch. Auch noch nicht. Das ist ein Shortcut dann, ja. Pff, es sind so viele Sachen noch verfügbar. Also grün ist ja verfügbar, das heißt, hier ist schon einiges am Start. Mhm. Hier, wo wir jetzt sind, aber auch. Okay. Was sind das überhaupt? Türen, Tore? Ah, ist das sowas hier? Ja, da ist. Bin ich jetzt auf der richtigen Seite? Haben wir uns hierhin. Ich bin auf der richtigen Seite, glaube ich. Ja. Ernsthaft? Nicht nur so ein Auslöschtrupp, sondern auch noch ein blöder Bock? Ja. So, lass sie doch mal miteinander naschen. Ja, sehr gut. Was? Ey, und Scheiß, wusste ich, dass der immer noch da ist. Zu zweit. Die greifen immer zu zweit an, um ihre Stärke zu verbergen. So, Hammer! Zu viert, sehr schön. Danke, Schweineratten-Bastarde. Die haben mir geholfen. Ich will die ab jetzt. Es tut mir leid, aber ihr wart eigentlich gut.
Da kugeln sie vor sich hin. Ach, einmal scannen. Irgendwas findet man immer. Vielleicht sind ja auch diese Schweineratten die eigentlichen Bewohner. Ja, zeig mal. Also die ursprünglichen Außerirdischen, die das alles gebaut haben. Weiß ja, man's? Ein bisschen degeneriert vielleicht. Die nach dem ersten Angriff aber verwundbar. Okay. Was ist? What's happening? Nein! Du lebst! Nein! Oh! Die Rache der Schweinemonster! Die Rache der Ratten! Das ist kein Meshen, liebe Freunde. Ich bin hier mega talentiert am Super rumspielen. Immer diese, wenn man dann gut spielt, dann will es dann aber auch keiner sehen. Ne? Dann ist man nur am Rummeshen. Und da sind sie wieder. Ich erfordere mehr heil dich Liebe. Heil dich mal bitte. Von euch. Habt mich lieb, feiert die Tatsache, dass ich hier wahnsinnig gut spiele, auf dem dritten von vier Schwierigkeitsgraden. Das muss reichen. Hier, das ist doch kein Meshen, Alter. Zack, zack, zack. Timing. Puiu. Ja, im Pimmel. Also. Gut. Hoch? Nee, da sind wir hergekommen. Ja, ja. Da geht's aber auch noch auf der anderen Seite weiter. Rechts. Ja, du meinst hier rechts runter? Oder meinst du hier links? Also da rechts geht's hoch. Auf Alter, rechts, da geht's ja hoch. Aber der sieht so aus, als wäre da so Geröll. Ich habe das Artefakt zur Analyse auf mein Schiff gebracht. Schade, du warst leider nicht da. Egal, jetzt will ich schon wieder gucken. Da geht's. Du wirst das nie verstehen. Und du schon? Na komm, ich geh erstmal darunter. Das Risiko gehe ich ein. Glaubst du, Triller wird irgendwann noch mal eine gute? Weil eigentlich, ja. Ich mag sie nicht. Ich finde nicht, dass sie Redemption-Potenzial hat. Nee, sie ist arrogant und cocky und so. Und also, ja, da kommt man rüber. Nee, der braucht doch. Pull. Ja? Wegen dem Seil, ja, da hängt oben im Seil. Ich meine, fängt doch jetzt schon an, dass sie einen die ganze Zeit voll schwafeln. Ja, aber man merkt auch schon, dass zwischen den beiden sowas liebt das Snack. Chemie, sich. Ja, da ist Chemie. Da ist Chemie, also die werden auf jeden Fall nochmal. Vielleicht kommen die zusammen. Ich meine, was sie gemeinsam haben, sie sind beide mal mit dieser Meisterin verbandelt. Sie ist böse geworden, weil ihr Böses getan wurde und so. Na, schade, kommen wir auch nicht weiter. Aber warum kann denn jeder Sith immer noch so eine Phase, wo er sich da einfach zurückentscheiden kann? Ich finde, einmal Sith, ich meine, wie viele Leute muss ich auslöschen, damit ich unrettbar verloren bin? Weißt du, was mir einfällt? Im Englischen, ne, heißt die Schwester ja Sister. Und das ist ja viel geiler. Sith. Ja, nicht schlecht. Ja. Du glaubst, ich kann hier springen? Geronimo! Yes! Hat geklappt. Hammer. Das ist echt eigentlich eine ganz gute. Da könnte man was draus machen, ne? Mm. Ach, ich hab dich verstanden. Ich dachte, du sagst Sister. Ich meinte Sister. Ja, dann. So, das schaffe ich doch eh nicht. Komm, dann können wir eigentlich direkt. Also, ich meine, ich schaff's nicht zeitlich. Ja, aber ich soll es nicht sterben. Ich finde, wir so gucken jetzt nochmal, ob uns Safe-Punkt ist. Wenn wir Zeit haben, klar. Und dann, ich glaube, gleich ist wahrscheinlich wieder Tintchen dran, glaube ich. Genau, und den würden wir ungern, wollen wir eben die Zeit nehmen. Genau, wollen wir ungern eben die Zeit, aber wir wollen jetzt vielleicht noch einen Safe-Punkt schnell erreichen. Denn gleich kommt Mini-Motorways mit Florentin und Fabian. Okay, Mini-Motorways, das ist natürlich auch nicht schlecht. Das habe ich zugemacht, ausgemacht. Aber einen kleinen Safe-Punkt noch schnell machen. So viel muss drin sein. Ah, da zwängen wir uns noch mal irgendwo durch. Sag mal, soll das eine Tür sein? Ich meine, wie soll das denn funktionieren? Na gut. Ja! Nils, unser Spür- oder Jedi-Sis-Spürnäschen hat uns direkt hier zum Meditationszirkel gebracht. Eine schöne Session heute. Wir haben eigentlich viel gemacht. Ja, doch, sehr viel gemacht. Gefallen. Ja, ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Jetzt geht's hier weiter natürlich mit den beiden Fs. Den könnt ihr gleich auch mal eine Menge Fs im Chat geben. Florentin und Fabian mit Mini Motorways. Das war unser gemeinsamer Freitag. Wir haben viel gemacht heute. Wir haben eigentlich den ganzen Tag nur Sachen zusammen gemacht. Die habt ihr nur am Rande mitbekommen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Schönes Wochenende euch. Bis Montag und tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.